Ja. So, Freunde, Ton sollte wieder da sein. Klangschalentherapie. Klangschalentherapie. Oh. Wir gucken mal, ob es dadurch die Asynchronität weg ist. Ja. So. That's a good question. Da muss man jemand hier schriftliches Feedback geben. Schriftliches Feedback. Hallo? Vor allem erstmal ich höre F5 Sie. Drücken. F5, Leute, läuft. Da ist der Ton. Ton ist an. Ja, ist ja auch synchron. Ja. Es ist so laut. Ja, wir sind vielleicht jetzt mal vernünftig zu hören. Der Void ist weg. Die Stille ist durchbrochen. Ja. Oha. Ich habe schon überlegt, ob wir kurz einfach dieses Fortnite-Ding anmachen, dieses Loch. Was damals mehrere Tage, ja, nur dieses Loch zu sehen war. Er ist synchron. Da haben die immer geile Ideen, finde ich, für diese Season-Finale. Okay, und so. Cool. Ja, warte, wir testen das nochmal, Freunde. Wie ein echter YouTuber. Die Beats nehmen bis heute so auf. Echt, ja? Oh mein Gott. Wenn die fünf Kameras starten. Ja, weil die ja nie zusammen sind irgendwo. Ja, aber das Witzige ist, seitdem Premiere seit ungefähr 8 Jahren die Funktion hat, dass du Audio synchronisieren kannst, brauchst du aber nicht Klatschen. Weißt, alle Cutter von Pete's Meet müssen mit gecrackten Audio, mit gecrackten Adobe-Versionen von 1998 nach heute. Daddy, alles klar. Die Peter aus der Schule hat. Ja, sehr schön. Freunde, wir sind zurück, das ist schön. Wir haben es gefixt. Wir wissen nicht, woran es liegt, aber wir finden das heraus. Jedenfalls nicht jetzt. Wichtig ist nur, dass wir zurück sind. War schöne Pantomime-Session, muss ich sagen. Nee, ihr wart sehr, sehr gut beim Streamer-Raten. Ja, dankeschön, Sinister. Dankeschön. Ja. Dankeschön, Mrs. Slane. Dankeschön, Asmodus. Mrs. Elaine oder Mr. Slane? Zilan! Björn, dankeschön. Red Speedster, 31 Monate. Sexy, dankeschön. Kantige Tante. Gronkh war leicht, hä? Gronkh war gar nicht dabei. Keiner hatte Gronkh gemacht. Aber gut, dass leicht war. Aber gut, der war easy, ja. Nee, das erste, was ein bisschen schwieriger war, wo ich ein bisschen länger gebraucht habe, das war Matteo. Das stimmt. Ja. Marc Gebauer ging trotzdem zu schnell. Ich habe extra mit dem Parfum angefangen, statt mit Uhren. Ich habe den heute Morgen erst geguckt. Wieder. Weil ich traurig bin, dass er wegzieht. Keule! Wohin geht's denn? USA. Echt, wirklich? Ja. Was macht er denn da? Leben. Krass. Neue expandieren, würde ich sagen. Krass. Dein Geschäft in Deutschland bleibt ja. Na, mal schauen, ob das klappt. Ich drücke ja hier mal da. Marc ist doch schon länger weg. Ja, das stimmt. Der ist jetzt schon ein paar Tage weg. Ja, wollt ihr nicht nach Dubi? Nee. So, Freunde, jetzt aber nochmal von vorne. Herzlich willkommen zur Morning Show. So gespannt, wie schnell sein typischer Marc Gebauer Intro von seinen Reels dann da berühmt wird. Marc Gebauer for you. Keine Sau über Jahre wusste, was er eigentlich gesagt hat. Ja, die Leute wollen übrigens unbedingt wissen, wo das Hemd her ist. Ich habe keine Ahnung. Warte. Ah. Simpel. ASOS. ASOS. Machen die nicht Ich würde denselben Witz machen, Domo Stark. Ich dachte, die machen nur Computerteile. So, Freunde. Herzlich willkommen zur Morning Show. Wir sind zurück in Berlin nach einer Woche komplett on Tour sein. Wir waren in Köln, wir waren in Bayern. Ja, Mann. Und jetzt sind wir zurück. Und gestern waren wir auch tatsächlich nicht da. Gestern waren wir auch auf waren wir beim Spotify All Ears. Crazy. So viele Menschen getroffen wieder. Aber ja, jetzt muss man erstmal wieder so ein bisschen reinkommen. Wer denn das bayerische Herz? Wer baut so ein Emote in Twitch ein? Ja, jetzt mal ernsthaft. Aber was krass war, ich hatte gestern... Er heißt doch Euder Vater. Ja, ich habe gestern festgestellt, ich habe da ein paar Leute getroffen, die sind so 10, 15 Jahre jünger als wir und die haben nur in Kalendersprüchen geredet. Ja, es war. Das ist so krass. So privat oder so? Nee, privat, nicht auf der Bühne, sondern in der Unterhaltung waren einfach nur Kalendersprüche und ich dachte so, Digga... Wollt ihr mich verarschen? Vielleicht sind sie Anhänger der großen Gottheit, des Karl Ender. Ja, genau. Nee, sie sind... Karl S.? Karl Ender. Nee. Habt ihr... Ich hab das nicht mitbekommen. Karl S. Ender war sagt, auf der FIBO. Kommt Zeit, kommt Rat. Wirklich? Ja. Dann war es doch. Dann haben wir doch neben Karl S. getanzt. Karl S. gesehen.
Wir waren uns war das vielleicht sicher. Doch? Ja. Ja, der war auf jeden Fall, hat er sogar ein Video mit hier Flying Uwe gemacht. Mit dir. Ich weiß Also ihr müsst euch vorstellen, wir hatten die Situation, dass wir auf der Aftershow-Party, also die Aftershow-Party auf der Branchenparty, waren wir im Tanzsaal und standen da, haben ein bisschen getanzt und dachten uns so, hä, der eine Typ, der sieht übel aus wie Karl S. Stimmt, ja. Aber das kann ja gar nicht sein, der kann ja gar nicht hier sein, so nach dem Motto. Und dann. Doch, er war da. Vielleicht war es doch. Erinnert euch. Naja, vielleicht war es. Ich schwöre, dann war es doch. Maybe. Wild. Aber dann ist der wirklich nur 1,63. Ja. Macht ja nichts. Macht ja nichts. Aber. Die stelle ich mir in Napoleon-Komplex lässt grüßen. Ich finde es ein bisschen wenig Alpha, muss ich sagen, von ihm, aber. Ich hätte mir mehr Alpha von ihm gewünscht. Du meinst, weil er. Du Wir haben doch schon festgestellt, dass Alpha-Sein so ein Furry-Ding ist. Aber geh doch nicht auf Körpergröße, Bruder. Echt mal. Geh nicht auf Körpergröße. Auf Körpergröße gehen finde ich auch ein bisschen Lash, Digga. Bei niemand anderem hätte ich das gesagt. Paul. Hazel Brüger war auf der FIBO. Okay, krass. Das finde ich jetzt sehr schade. Das hätte ich gern gesehen. Ja. Wir haben ja Mittwoch unseren, wie lange warst du noch nach der Primetime Show online? Weiß, bis 2 oder so. Dann haben wir unseren 20-Stunden-Stream am Mittwoch gehabt. Paul, ja. Zwei Sachen. Wir müssen unbedingt Content Warning zusammenspielen. Ja. Ganz dringend. Es war sehr lustig. Um Gottes Willen. Hast du die Clips gesehen, die ich geschickt habe? Die in WhatsApp geschickt wurden? Ja. Alter, der mit der Klebegranate? Das Spiel funktioniert so, du gehst halt los, du hast die Kamera, du kannst 60 Sekunden Ich wusste nicht, wie das Spiel funktioniert, mich hat es komplett geflasht. Wir haben natürlich halt YouTube gemacht und ich suche mal gerade, wo war der, wo Flo zerrissen wird, weil der war so witzig. Es ist der mit der Selfie-Dingens startet. Ich glaube der hier, ich guck mal gerade ganz kurz, warte mal. Nee, der war es nicht. Das ist der hier. Sehr gut. Herzlich willkommen hier. Ja. Premium-Unterhaltung. Olli zeigt Paul was auf dem Handy. Schnucki, dankeschön. schauen Sie bitte Hazel Brügers Video. Ist das schon online? Dann müssen wir das gucken. Wo ist das? Jemand, der in der Lage ist, einen Link zu posten, muss einen Link posten. Pass auf, wir haben die Monster in so ein Klebezeug eingefangen. Ich mache Ton an, dass ihr mithören könnt. Und Flo hat dann angefangen, die Monster zu ärgern, weil sie sich nicht mehr bewegen konnten. Aber es ist... Aber es ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Und dann ging's los. Okay. Okay, alles klar. Es war so schön. War unser bestgeklicktes Video tatsächlich. Weil du gehst danach, du kommst zurück, du entwickelst den Film, du kriegst eine CD, legst es ein, dann wird das live vorgeführt. Ja. Und währenddessen steigen deine Views. Und je besser du gefilmt hast, desto mehr Views kriegst du. Ich muss sagen, und wir hatten original diese YouTube-Depression schon direkt am zweiten Tag bekommen. Weil du weniger Klicks als der erste Tag. Wie viele Views du erreichen musst. Und wir haben halt eine Kamera verloren und haben dann unser View-Ziel nicht erreicht und wir haben uns richtig schlecht gefühlt. Es war Tag 5, Digga. Wir haben uns richtig schlecht gefühlt. Okay. Ja, da ist der Clip für alle, die es auch nochmal sehen wollen. Das Flo kann fliegen, Ding. Ja, das war auch Gold. Ja, das war das erste Monster. Der hat dich komplett aus dem Leben gebombt. Ja. Das nee, war richtig stimmt gut. Gar nicht, war der zweite. Das erste war der Mixermann, der dich gekillt hat. Mixermann, ja. Oh mein Gott, stimmt. Ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Kommen die Parts vom 15-Stunden-Stream noch auf dem Dr. Freud Live-Channel? Ja, ja. Ja, sollten sie. Sollten sie auf jeden Fall. Ich habe gestern gesehen, dass es schon im Upload ist. Also kommt wahrscheinlich. Ja, dann sind sie heute vielleicht sogar schon da. Ja. Versuchen das so zeitnah wie möglich. Ah, guck mal, Mike schreibt, geht heute online, sehr gut. Mike auch direkt triggert Caps Lock, Alter, geht heute online! Okay. Also kommt heute, Freunde, keine Sorge. das andere Spiel, was wir gespielt haben, war aber auch geil, muss ich sagen. Aber das war knackig, ne? Sportsache? Ja, Ready or Not macht Spaß. Ready or Not war insane nice. Das ist wirklich cool, weil das ist halt so viel taktischer. Also du musst halt wirklich wie ein SWAT-Team vorgehen. Du sprichst alles ab, jede Tür, die geöffnet wird. Vorher mit Kamera durchgucken. Einer lehnt sie an, der andere gibt Rücken. Ja, ganz kurz, ich will nochmal Kritik üben auf so eine eklige, jetzt wo Mike gerade zuguckt. Super wichtig, du sprichst alles ab, du musst immer wissen, wo der andere ist und dann ist da noch Mike.
Der Türeneintreter. Ich habe eine Schrotflinte. Mike, einfach so, ich muss mich so konzentrieren, ich will nicht mit euch reden. Aber die Missionsziele sind geil, weil die sind sehr unterschiedlich. Du hast auch sehr geile Missionen. Wir waren einmal bei so einem Typen, bei einem Streamer, wo wir die Wohnung raiden mussten, weil der irgendwelche Sachen, wir mussten Festplatten sichern, ich weiß nicht genau, was da los war. Der hatte ein geiles Setup, Alter. Der hatte ein richtig geiles Setup. Und dann waren wir bei einer anderen Mission waren wir in einem Nachtclub, wo Terroristen drin waren mit Sprenggurten und so richtig übel. Und da mussten wir, unser Ziel war, alle Personen ausschalten oder verhaften, außer den Anführer. Und die Geiseln. Den dürfen wir nicht töten. Den müssen wir halt wirklich verhaften. Und wir haben diese Mission 5-mal gespielt, glaube ich. Und ihn immer gehst in den Raum rein. Er hat eine Waffe, boom, Headshot. Und so war halt der Anführer. Immer der Anführer, okay. Aber beim letzten Durchlauf waren wir so gut. Ja, wirklich. Bis der euch haben mit wir dem, den ganzen Club aufgeräumt. Bis der euch mit dem Sprenggürtel gefickt hat. Ja. Und ich der Meinung war... Der kam aber auch einfach angerannt. Der Meinung war, mit diesem Granatwerfer gegen die Tür zu schießen. Das war witzig, ja. Das ist auf jeden Fall ein geiles Spiel. Das macht wirklich Spaß, ja. Ich habe bei Ready or Not nur kurz mal reingeschaut. Da war Olli sehr offensichtlich durch das Fenster am Nachtclub zu schauen. Zu der, ach, das Ding. Da war welche Dame? Ich weiß gar nicht, was ihr meint. Hört auf. Durch so ein Empfangsfenster. Und... du kannst halt so sagen, so, don't move, hands in the air. So, sie war auf den Knien, hatte die Hände hoch. Und in dem Moment kam aber von rechts ein Gegner, Flo hat geschossen und dann erschrecken die sich halt und machen so auf den Boden. So, und das Problem ist, dadurch, dass die im Nachtclub arbeitet, war die sehr leicht bekleidet und hat das gemacht, aber sie hat sich auch 180 Grad gedreht und hat mir halt direkt den Arsch entgegengestreckt und blieb so. Das fand ich irgendwie ganz witzig. Ja. Das passiert mir öfter, so in Paniksituationen. Flo wollte aber auch immer von hinten verhaften, das verstehe ich. Das macht das Spiel aber so. Gerne, ich sage schön. Ja, ja, macht das Kannst Spiel du nicht so. Von vorne verhaften? Nee, absolut nicht. Ja. Ist aber auf jeden Fall cool, müssen wir auf jeden Fall nochmal spielen. Aber vor allem Content Warning, oh mein Gott, das hat richtig Spaß gemacht. Ja, da ist der Clip, manchmal mag ich meinen Job, ja. Heißt übrigens meinen. Ganz unbeliebt machen. Aber ich finde meinen auch Ja, Hazelbrugger Video, ich will das sehen. Ja, Jungs, wollen wir? Ich habe mir gedacht, heute in der Morning Show, weil wir sind ja zurück, wir waren ja bei Leonhard und haben unseren eigenen Kickertisch gebaut. Der ist immer noch verpackt hier und ich wollte den gerne in der Morning Show hier aufbauen und mit euch bespielen, tatsächlich. Hab überlegt, ob wir vorher noch irgendwie ein Video schauen wollen oder so. Ja, das Hazelbrügger auf der FIBO-Video. Was ich gerade gesagt habe, dass da jetzt der Link ist. Ja, das habe ich mitbekommen, dass da der Link ist, aber ich wusste nicht, dass das impliziert, dass wir das gucken. Aber mach auf, gerne, ich kenne Hazelbrügger nicht. Vom Namen her, aber ich habe keine Ahnung. Okay. Manchmal ist wild. Manchmal ist wirklich wild. Oh, Bundeskanzler habe ich noch nie von gehört. Okay, steiler aber Vergleich auch. Mit doch, Kanzler doch, voll klar. Ich bin jetzt bin ich wirklich sehr gespannt, wer Hazelbrügger ist. Hä, die kenne ich doch. Warum? Tada! Problem. Du musst mit der Maus hoch und dann das X drücken. In der Mitte. Da, genau, das X. Ja, genau. Und dann kannst du rüberziehen auf die Mitte. Hat nicht so geklappt. Ich liebe es. Einfach Doppelklick jetzt. Warte, lass doch einfach los. Doppelklick. Okay, zweimal Doppelklick, aber ist auch gut. Ja, aber beim ersten Mal nicht getroffen. So, woher kennt man sie denn? Die ist eine der... Die ist Comedian. Ja. Ah. Weißt du gar nicht... Ist sie nach Anke Engelke die zweitberühmteste deutsche Comedian? Das ist Caroline Kebekus mit Sicherheit. True? Ja, und nach Caroline Kebekus und Anke Engelke kommt noch die andere. Wer? Martina Hill. Martina Hill, oh ja. Aber Martina. Oh. Martina Hill und Caroline Kebekus habe ich oft verwechselt, ne? Bö? Ja, es passiert irgendwie ganz oft passiert. Okay, wild, nee. Mirja Böß, ja, stimmt. Na, auch, Mirja aber. Bös. Nee, vergiss weiß nicht, ob die jetzt. Also, sie ist in den Top 5, so, okay. Ruth Moschner. Moschner. Ja, hat sich aber gerade wieder jemand als fast 40 geoutet. Ja, unser Alter. Die war aber auch damals. Cindy aus Moschner Marzahn? War aber nie witzig. Nee, aber sah gut aus. Annette Frier, okay, also eher Schauspielerin, würde ich sagen. Halt, stopp. Familien, oder? Jetzt muss ich mich kurz outen. Ich muss googeln, wer Annette Frier ist. Kennst du? Die, ja, die garantiert. Die beiden. Ich habe aber den Namen nicht im, das Gesicht nicht im Kopf. Annette. Hazel ist übrigens Schweizerin. Ja. Hella von Sinn, ja, absolut, stimmt. Definitiv. Aber Annette ist Hella von Sinn klassisch Comedian? Weil hatte die Programme. Schauspielerin. Ist Schauspielerin auch, oder? Hätte ich auch gedacht. Ja. Enisa Amani, ja, die kennt man auch. Ja, aber Enisa Amani ist schon seit Jahren Aktivistin, die ist nicht mehr. I'm the dude. Ah, exactly. Nee, stimmt. Gibt's auch. Mag ich aber nicht. Naja, 36 ist fast 40. Ist näher an der 40 als an der 30. Was willst du machen? Halt mal dein Maul. Hä?
Muss ja jetzt nicht so machen. Du hast doch damit angefangen. Ich wusste doch nicht, dass er so alt ist wie ich. Musst du doch jetzt nicht draufhauen. Hä? Klar. Oh ja, Beatrix von Storch, ja. Ganz bekannte Comedian. Ja. Ja. Einigen wir uns auf Faisal ist Platz 253. Ja. Nein, Quatsch. Nee. Nur weil ich sie jetzt nicht kenne. Aber komm, wir schauen mal. Witzig, sie hat ihr Fibo-Video vor uns fertig. Freunde, unser Fibo-Video kommt auch die Tage noch. Ich sag Faisal Platz 4. Ja, ich sag Millimeter das vor Platz 3. Oh, hast du gesehen mit dem Übergang? Mit der oh ja, war das geil. Domo. Schön geil. Gemacht, Domo. Ja, wir haben neues Spielzeug in der Regie, Freunde. Jetzt können wir so geilen Scheiß machen. Es wird alles, wir fummeln uns noch rein, aber es wird geil. So, seid ihr bereit? Yeah. Ja. Ich weiß nicht, wie der Ton ist von der Lautstärke. Aber der Ton ist super. Okay. Auf die Plätze, fertig. Faisal auf der Fibo. Geil. Der Ton ist super. Wir haben keinen Ton. Ob wir bei Windows wieder sind, passiert das schnell mal mit dem Mausklick. Das Escape drücken, genau. Ja, wir sind gemutet. Ich glaub, Jan hatte kurz einen Panikmoment. Ja, ich glaube auch vor allen Dingen, dass es mega laut ist. Ja, glaube ich auch. Ne, 40 ist ganz leise. Nee, mach das mal auf laut, wir müssen am Fernseher regeln. Nee, ich meine, für die Leute draußen war das nicht gerade rot? Ja, das ist ja nicht unser Problem. Mach doch die Regie, bitte. Wieder Messephase. Live von der Fitness- und Bodybuilding-Messe in Köln. Mein Name ist Faisal Brugger. Warum haben wir ihn nicht gesehen? Also das Maskottchen. Darf ich das mal ausprobieren? Unbedingt sogar. Ich war neulich auf einem Hof, wo Pferde gezüchtet werden. Da waren so viele Leute, die dieses grüne Ding da habe ich zu Hause. Ja. Was da liegt. Das ist die Kette für Mutige. Ja. Habe ich zu Hause. Geld kannst du hier komplett sparen. Domo, dachte ich mir. Willst du mir 2 cm Headspace geben? Ich muss mir so einen dummen Witz verkneifen. Ja, ich war auch gerade so, Steilvorlage. Das Base hat's gerettet. Möchtest du mir 2 cm Head? Ja, bis zur Base, was? Was? Komm, jetzt hier, mach mal weiter da. ...werden und da war auch so ein Ding. Ja, das ist der Pilates Reformer, der sogenannte Allegro. Wie mache ich das? Ja, du müsstest deine Schuhe ausziehen. Nein, wirklich? Ja, unbedingt. Weil du bist so dominant, ey. Du kommst gleich zu mir und sagst, zieh jetzt mal deine Schuhe aus. Ganz genau. Okay. Mach dich ganz unten rum frei. Ist Pilates von diesem Herrn Pilates aus der Schweiz? Nee, der Herr Pilates ist nicht aus der Schweiz, der ist aus Mönchengladbach. Also es war tatsächlich... Ach so, ich meine Pilatus, den Berg. Ja, das ist ja Pontius Pilatus, der ist aber auch nicht aus der Schweiz. Jemand schreibt, Olli, ich muss mich mal ein wenig bei dir beschweren. Vorletzte Podcast-Folge, ich weiß nicht, was du gegessen, getrunken hast, aber die Schmatzgeräusche waren extrem störend. Ich esse nicht im Podcast. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich habe nichts gegessen im Podcast. Ich habe noch nie was gegessen im Podcast. Ja, aber es haben sau viele Leute geschrieben. Ja, aber ich weiß nicht, worum es geht. Ich habe nichts gegessen und nichts getrunken. Von wegen irgendwie super widerliche ASMR-Schmatzgeräusche. Ich war nicht dabei. Ich kann es nicht wissen. Habt ihr was getestet? Habt ihr was gegessen? Wart ihr irgendwo? Nein, du hattest einmal eine Handvoll Nüsse. Ich hatte einmal Nüsse am Anfang, aber das war direkt am Anfang und wir haben es angesprochen. Maybe that's it. Okay. Okay, alles klar. Aber ich bin aus der Schweiz. Ich will einfach über die Schweiz aus reden. Aus der Regie? Trotz Erdnüsse waren das, siehst du? Aber das war halt nicht 20 Minuten lang. Ja, gut, dass du mich erst mal blamest hier. Okay. Wie kommst du jetzt darauf, dass ich das war? Ja, weil Paul isst einmal Erdnüsse und irgendjemand kommt. Olli, deine halbe Stunde Rumpfretzerei da. Okay. Ich fühle mich ein bisschen wie ein Käsehobel. Das ist eine schöne Metapher. Bist du ein Couch-Potato? Nein, alles andere. Was ist das Gegenteil von einem Couch-Potato? Eine Fitness-Fritte? Eine Kreatin-Kartoffel? Fitness-Fritte klingt super. Pilates-Potato. Ich war ganz kurz davor zu sagen, Digga, das ist aber nicht so auf meinem Level humortechnisch, aber Kreatin-Kartoffel kriegt mich. Kreatin-Kartoffel war schon sehr gut. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, die in rosa... Mach. Sollte mal den Stock ziehen. Ja, die kommt macht gar nicht mit. Super unsympathisch gerade. Digga. Oh. Könnte man so sagen, ganz genau. Eine Patata Pilata. Ich hätte gerne einen Traumkörper. Alter, komm, was oh, ist Digga, denn genau mit mein dir? Ding. Sie hat auch gar nicht mehr zugehört, die hat nur noch Wortspiele gesucht. Faisal, ja, das machen wir jetzt, oder? Gib mir zwei Minuten. Ah, das ist oldschool, das haben wir letztes Jahr Steig schon gemacht. Steig rein in das Teil. Ey, leg es schwer, hinten ne? an. Hinten. Ich hab hinten anlegen, ja. Jetzt stehst du noch ein bisschen gerade da. Wunderbar, sexy macht sie das, sexy. So, und jetzt wirfst du das Teil einfach mal rüber. Hau ihn rüber. Yeah.
Ist da eine LED-Wand drin oder was war das gerade? Sah so aus. Das Gute ist, wenn man das macht, man muss es einfach 24 Stunden. Sag mal, ist sie nicht vor einer Woche Mutter geworden wieder? Das ist voll krass. Von einer ganzen Weile. Warte, wenn du jetzt, wenn du jetzt sagst, vor einer Woche, dann ist sie auf der Fibo-Mutter geworden. Warte mal ab, was im Video passiert. War das so lange her? Keine Ahnung. Wo habe ich die denn getroffen? Da war die noch schwanger. Im Januar, sagt der Chat. Im Januar ist die Mutter. Okay, krass. Das ist so lange her, dass ich. Okay. Machen und dann kommt man nicht an den Kühlschrank ran. Das stimmt, ja. Nimmst automatisch ab. 2000 Kalorien am Tag. Na gut, dann springe ich jetzt wieder ins andere Universum. Laura Marie Geißler ist hier, Rennfahrerin ihres Zeichens, super erfolgreich. Du fährst was für ein Auto? Ein 718 Cayman. Ihres Zeichens super erfolgreich, was ist das für eine Formulierung? Anfang Februar. Anfang Februar? Anfang Februar. Okay. GT4 von Porsche. Yes. Ist ein schnelles Ding, wirklich? Oder? Ich hoffe ja, muss schnell sein. Aber du bist auch gut im Fahren. Ich sage, sie ist, irgendwas mit J sage ich, sie ist eine... Ich sage, sie ist eine Josephine. Mhm. Sie ist eine Jennifer. Nee, Nadja? Gar nichts mit J. Ach so. Eine Nadja? Nee, sie ist eine Allison. Allison? Ah, okay, ja. Mhm. Allison Hazel Brugger. Okay. Das ist der komplette Name. Didn't know that. Nur das ist nicht einfach das Auto, was alles macht. Also man muss schon auch ein paar Skills mitbringen. Das Auto kompensiert, falls ich wieder scheiße bin. Also, ja. Also, wer würde gewinnen? Ich in deinem Auto oder du in einem 2008er Ford Fiesta? Das war jetzt eine so krasse Frage. du. Ja? Oh Gott! Ja, ne, ich glaube, die Aussage war, weil sie wirklich drüber nachgedacht hat, ob sie es schaffen würde, mit einem Ford Fiesta hier in den Porsche zu schlagen. Ich würde sagen, was du nicht weißt, ist, die hat wirklich gerade gerechnet. Ja. Blöde. Das kann ich glaube auch. Mit Beschleunigungswerte in der Nordschleife sich nochmal angeguckt. Kraftentwicklung aus der Kurve raus beschleunigen. Ich glaube, ihre Aussage Leistungsgewicht. Ich bin bisher ganz froh, dass wir auf der FIBO keine Interviews gedreht haben. Ich finde es unfassbar schade, dass wir keine Interviews gedreht haben. Ja, wir hätten eigentlich jeden damit nerven. Ich fand das gut so. Meinst du? Safe. Also, wenn du Gas und Bremse nicht verwechselst, dann ja. Also wissen wir nach wie vor nicht, wer gewinnt. Wie trainierst du als Rennfahrerin? Naja, körperlich ganz normal, also 4-5 Mal die Woche Fitness, einfach um so Muskulatur irgendwie aufrechtzuerhalten. Weil die Kräfte dann aufs Lenkrad so groß sind, oder? Habt ihr die Trainingsvideos euch mal angeguckt? Ich glaube von dem, wie heißt der, Verstappen oder so ähnlich? Alter. Von dem gibt es so eine Trainingsmontage, auch wie der in diesem Simulator-Ding hängt und wie der dann dieses Ding an der Seite hat, wie der gezogen wird. Mhm, so nach links und rechts von den Leuten. Das ist insane, Alter. Er wird wirklich einfach gezogen und musst du komplett gegenhalten, um diese Kurven-G-Kräfte da irgendwie zu trainieren und so ein Shit. Das ist unfassbar. Und dann dürfen die ja aber auch nicht so viel Gewicht drauf haben. Ja, ne? Ja. Das ist halt das Krasse. Nee, da werden nur die richtig insane, was für eine körperliche Fitness da eine Rolle spielt. Das ist krass. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Lenkrad nicht, auf dem Körper ja. Aber okay, weil du so rumgespickt wirst und so. Musste ich ja schon irgendwie halten im Sitz. Und ich habe mal gehört, Lewis Hamilton hat gesagt, er nimmt irgendwie 7 Kilo ab pro Rennen. Das ist dann so Wassergewicht oder wie? Ja, also wie trainiert man dann dafür? Also kannst du ultra schnell super viel Wasser trinken? Cardio machen, einfach fit bleiben. Aber das zum Thema Wasser ist ganz normal, verlierst du halt. Danach bist du shredded. Ja, aber es sind nicht die Tränen, oder? Es sind nicht 7 Liter Tränen, weil man so... Warum dieser Part ist fahren zu lang. Dann ja, nicht zu lang. Die Bodybuilder alle oder Rennen. Boxer vor dem Weigh-In einfach 6 Stunden mit einem Formel-1-Auto, hä? Wäre doch viel einfacher. Mhm. Klar, ich sehe absolut keine Logiklücke in deinem Plan. Finde ich super. Also, abgesehen davon, gehen wir mal durch. Aber ich würde Geld dafür bezahlen, Bodybuilder an Formel-1-Autos zu sehen. Genau das ist das Ding. Abgesehen davon, dass es zu teuer ist. Viel zu teuer. Sie passen nicht kommen rein. Die nicht rein. Ja. Dann möchte ich, dass aber größere Formel-1-Autos gebaut werden und wir eine extra Liga machen, so wo klobige. Die nur fahren, damit die halt Gewicht verlieren. Nee, pass auf. Dann geht es auch nicht nach Nein. unten, sondern Olli. Wer zuerst sein Zielgewicht erreicht. Nicht größere. Nur welche, wo die reinpassen. Wo die rein? Ja, natürlich. Exakt klar. Selben Größe aber. Und die fahren so lange, bis der erste seine 7 Kilo hat. Die haben dann so lustige Kabinen wie das Papamobil. Ja. Ah, mega. Weil dann fängt nämlich plötzlich an, auch das Tanken interessant zu werden. Genau. So what? Stellt die eigentliche Frage. Warum bleiben die nicht einfach so, wie sie sind? Aber wenn sie in der Vorbereitung sind. Also, wir haben einen unfassbaren Spritverbrauch. Ja. Für nix. Ja. Ja.
dann muss an jede, es ist nämlich jetzt so rum, an jeder Halle, wo die ausstellen, ja, wo die zeigen, muss ja eine Rennstrecke dran gebaut natürlich werden. Ja, natürlich. Klick, Volker Wissing, gefällt das. Und du musst einfach alle Autos umbauen. Ja. Ist der Wissing mit Vornamen Volker? Das ist eine extra Liga, also muss die bestehende nicht immer nur das neue bauen. Du musst neue bauen. Ja. Ja. Cool. Unterhaltung, Freunde. Aber The Biggest Loser Formel 1 Edition sehe ich irgendwie. Das mit dem Spritverbrauch ist mittlerweile gar nicht mehr so viel. Wenn du mir sagst, dass es keine Spritverschwendung ist, 50 Bodybuilder für 6 Stunden in Formel 1 Autos zu setzen, willst du mich verarschen? Selbst 1 Liter ist zu viel. Ich würde mir das Rennen angucken, bin ich ehrlich. Aber ich finde es super, ich finde die Idee auch toll. Also muss ich sagen, also finde, wir haben da was geschaffen. Ja. Angst hat, weil man so schnell fährt. Wenn man vorne ist, vielleicht Freudentränen danach, aber sonst Angsttränen. Es gibt sicher Männer, die das mega triggert, dass du Rennfahrerin bist, oder? Die sagen, ja, ist ein Männersport. Auf jeden Fall. Vor allem, ich habe ein rosa Auto. Ah, wirklich? Ja, also Hautfarben, Nude. Aber wirkt sehr rosa. Und sagen die, du sollst es umspritzen? Oder wie, also was sagen was Männer? Was ist so ihr Haupttriggerpunkt? Zieh deinem Auto mal was an. Kommt in eine Branche rein, wo sie halt einfach so ihr männliches Ding haben und das taugt ihnen halt wenig. Ob das Auto da jetzt rosa ist, ist nur so das i-Tüpfelchen, aber alleine Frau zu sein, die nicht so aussieht wie Motorsport, ist schon so, was macht die jetzt da? So, wie, aber ganz ehrlich, sorry, alle, wie sieht denn Motorsport aus? Guck dir doch mal jemanden wie Lewis Hamilton an. Er hat Brillis in den Ohren links und rechts, trägt Grills, wenn er einen guten Tag hat, ist durchgestylt bis zum Tod. Ist doch totaler Schwachsinn. Ich glaube, es geht generell einfach nur um. Nee, das Problem ist, es geht wieder um die Zuschauer. Ja. Ja. Also, wenn ich an einen Rennfahrer denke, das erste Bild, was ich im Kopf habe, ist tatsächlich The Stick. Ja, muss gut. Muss ich sagen. Das ist das erste Bild. Ja. Einfach nur komplett. Ja, und weiß mit Helm. Mit Helm. Also, ich habe gar keine Mode im Kopf. Ich denke halt an jemanden in einem fucking Rennanzug mit einem Helm. Ja, ja gut. Stick ist halt auch schon anders krass. Ja. Luxemburger ist. So. Ja, du kriegst wahrscheinlich oft so das Feedback, du siehst zu gut aus, um auch noch gut Auto fahren zu können. Ist das richtig? Oh, flirt mir gerade. Ich weiß es nicht. Ich schlafe zu wenig, um noch zu erkennen, welche Signale ich von mir gebe. Trainierst du, um den Raab zu schlagen? Vielleicht, hoffentlich irgendwann mal. Meinst du, würdest du ihn klein kriegen? Stimmt. Ich könnte den Raab niemals schlagen. Ich kann nicht mal ein Rad schlagen. Ja, das schaffst du schon. Was sind denn so Tricks? Was ist denn das für ein Video? Einfach drauf. Also, ich muss ja sagen, ihr habt sie mir ja am Anfang so ein bisschen gepitcht, weil ich sie ja nicht wirklich kannte. Ich habe sie schon mal gesehen, aber ich habe noch nie Comedy-Programme für die. Sind ihre Comedy-Programme besser? Ja. Okay, gut. Okay, okay. Also davon, also A, ja, deutlich. B, Vorsicht, finde ich in dem Fall, würde ich tatsächlich, normalerweise bin ich nicht so der Typ, aber denke ich mir, erstmal besser machen bei spontanen Interviews. Frage ist, schneidest du es rein? Fair enough. Sehe ich. Völlig richtig. Aber man kann trotzdem was kritisieren, auch wenn man es selber nicht besser kann. Das ist korrekt. Aber ich kritisiere es ja gar nicht. Bei mir schwingt gerade die ganze Zeit mit, dass ich mich tierisch ärgere, dass wir keine gemacht haben. Und ich mir denke, hätte ich es besser gemacht? Weiß ich nicht. Aber wir haben ja andere Arten. Wir haben ja auch was vollkommen anderes gemacht. So. Ja, das ist richtig. Einfach drauf. Darf ich mal probieren? Probier mal aus. Also Stefan, zieh dich warm an. Deine Zähne kriege ich auch noch raus. Nein, Quatsch, ich will wirklich nicht. Ich möchte mich nicht physisch mit irgendjemandem anlegen. Ich habe großen Respekt vor Stefan Raab und möchte ihn nicht verprügeln. Und noch weniger will ich von ihm verprügelt werden. Dankeschön, danke. Promotest du Eisbaden? Ich promote Eisbaden. Bin ich jetzt in eine Falle getappt? Nein, nein, nein. Okay. Also ich meine, die Falle hast du dir selber gelegt, weil du Eisbadest. Ja? Ich verstehe es halt nicht so ganz. Aber mein Mann ist Riesenfan von Eisbaden. Ja. Würde es mein Leben auch verlängern? Zumindest verbessern. Okay, weil verlängern finde ich eine steile These. Eisbären sind ja die ganze Zeit am Eisbaden und die sind vom Aussterben bedroht. Ja, aber man muss ja bei denen auch sagen, die sind nicht so relaxed wie du. Mein Mann hat einfach eine Regentonne mit Wasser im Innenhof stehen. Was habt ihr? Wir haben gekühltes Wasser. Warum? Also, dann ist das doch lauwarm. Das sage ich ihm auch die ganze Zeit. Aber er will einfach... Das ist Schummeln. Das ist Bullshit. Kannst du ihn aber auch direkt so sagen, Thomas, das ist Bullshit.
Kannst du mir mal eine Anleitung geben? Ist da jetzt Wasser drin? Leider nicht. Ich mag, wir sind ja hier im wunderschönen Land der Genehmigungen und die läuft gerade noch. Wollen wir da der Chat fragt so gerade, ob wir schon mal Eisbahnen gemacht haben. Ich weiß, du hast eine Eistonne bei dir, hast du dir gebaut, ne? Ja. Nee, ich habe nicht gebaut, habe ich gekauft. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ab wann sich Eisbahnen qualifiziert, aber ich war bei 2 Grad in der Ostsee, wenn das zählt. Für Ich habe eine Eisschicht kaputt gemacht im Winter, habe mich da reingesetzt, war ungefähr bis hier drin, bin rausgesprungen, habe gedacht, das ist ja eine absolute Scheiße, das war ja nie wieder, seitdem steht die da. Wobei der Kühlschrank hat dir gefallen. Ja, hat er, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war hinterher schon auch so getriggert, dass ich mir dachte, fuck, muss ich nochmal ran. Problem ist halt auch nur, die hat auch keine externe Kühlung, also der Zug ist jetzt eh wieder abgefahren. Ja, externe Kühlung ist halt wichtig. Ist bei dir? Nee. Ich war schon 1-2 Mal in so einem Ding, aber ist auch für mich nie, also ich habe es einfach nicht geschafft, das länger zu machen. Ich bin auch vom Kaltduschen wieder weg, ich habe da gar keinen Bock drauf. Obwohl es alles gesundheitlich belegt ist und so weiter und so fort. Ich mag es einfach angenehmer in den Tag zu starten. Aber Kaltduschen ist schon echt geil. Ja. Ist schon echt geil. Ich reingehe und dann animieren wir so kaltes Wasser rein. Ja, machen wir. Oh, ist das kalt, oh, ist das nass. Guck mal, wie das Wasser rauskommt. Ah, nein. Ich mag ihn total. Ja. Ich freue mich gerade. Geile Energy. Und rein da. Perfekt. Frank, the motherfucking Tank. Ich danke dir. Ja. Mach's gut und wir sehen uns dann im Innenhof. Machen wir. Bis dann. Thomas, das ist Schummeln, was du machst. Thomas hat er gefressen, also bei Alter. Aller ich bin Format Liebe. Mit ihm. Ja, das stimmt. Verstehe ich. Das ist geil. Hau dir mal richtig mit Schmackes gegen die Wand. Nee. Anna hat gerade unseren, den Affen gefunden, den Gorilla gefunden. Richtig mit Schmackes. Ich sehe schon, wie du wirfst, dass das nicht Schmackes. Doll wird. Ja, und jetzt nochmal doll. Das hier kommt aus der Schulter. Ja. Okay, wir üben mal werfen, wenn wir dazu kommen. Ich bin auch gedacht, Pumperin. Ich krieg einen Kopf. Traust du mir das zu? Ja, klar, warum nicht? Wie viel schaffst du am Tag? Ich schaff 70 Natural Milliliter. Natural Bodybuilding, habe ich größten Respekt vor. Das hey Lady, wie geht's Ihnen? Das super! Ich habe so eine mobile Brustpumpe. Oh geil, oh geil! Ja, 700 Kalorien. Entschuldigung, das war total unangebracht. Was zur Hölle? Wie krass ist das denn? Ja, aber macht voll Sinn, dass sie das halt bei hat und nebenher macht, wenn sie gerade Mutter geworden ist. Ja, aber ich habe das noch nicht mal gesehen in meinem Leben. Also hat man nicht mit gerechnet, kam überraschend. Ja, ich aber muss ganz ehrlich sagen, wie schnell geht denn die ab? Ich muss ganz ehrlich sagen, da war ich noch überhaupt nicht. Ich hing noch bei, oh geil! So. Was ist die Situation? Es ist wirklich einfach, Chat sagt auch gerade Situationskomik du? Einfach durchgespielt. Also ja, aber sie. Aber sie ich, einen Proteinshake. Ja. Aber sie, Stammzellen. Aber sie, also jetzt mal ernst, sie war wahrscheinlich genauso überrascht. Ich finde das Produkt voll geil. Ja. Wie schnell am Tag, ab? Unglaublich, oder? Ja, wirklich. Würdest du dir das auch umstallen? Einfach um noch so zusätzlich ein bisschen was. Da fehlt mir Prolaktin. Ja, aber das kannst du ja nehmen. Das kannst du ja künstlich und wenn du übst, dann bleibst du dran. Ich bin auch ein Pumper. Sehr gut, Chat. Aber wie viel pumpst du und sie kommt damit, ist so stark einfach. Für jemanden, der nicht stillt, mehr Nachteile als Vorteile. Aber es gibt auch viele Vorteile, wenn man Muttermilch trinkt. Ist wirklich so. Also ohne Scheiß, ich komme jetzt zu dir rüber. Seid ihr ein... Super gut fürs Mikrobiom. Also die, zum Kacker machen, ne? Weißt du, hier schauen auch Kinder zu. Immer wenn ich die Muttermilch auspacke, dann schalten ja, okay. Die Kinder ein. Also Milchsäurebakterien von der Muttermilch ist nicht vergleichbar mit dem, was man kauft. Also wenn du magst, ich würde es dir schenken. Ach, echt? Was kauft man denn? Nee, danke. Ich weiß ja nicht, also, wo sie kauft und wo. Ich glaube, dass die Qualität auch recht gut ist. Aber kannst du kurz mein Mikro halten, dass ich die wieder verstecken kann? Danke. Oh shit, jetzt habe ich sie aus Versehen angemacht, warte. Oh! Ich habe eine Frage, wie funktioniert das? Packt man das einfach vor die Brust und das saugt dann einfach... Ja, anscheinend kannst du das da festmachen. Und das hält dann so im BH. Oder im BH, ja. Und durch das Saugen... Crazy. Ich finde es auch krass. Ich glaube, das ist komplizierter, sowas anzubringen, um ehrlich zu sein. Nee, weil du hast ja im Prinzip so eine Saugvorrichtung. Und sobald du den Bereich triffst und es losgeht, merkst du, funktioniert oder nicht. So, das ist krass. Krass. Gutes hier, ich habe gerne die Rückseite von dem Gerät gesehen, einfach so, wie es funktioniert technisch. Und ich kann dir sagen, falls du denkst, so von wegen, ja, wie viel Unterdruck ist denn da? Dicker. Ja. Ist. Wow. Deswegen fragte ich ja, weil ich hätte schon Angst, dass ich mich falsch bewege und mir der Nippel abreißt oder so, weißt du? So das viel, so jetzt auch nicht. So viel und dann du doch nicht. Also du solltest es auch nicht abziehen, während es noch saugt. Ja. Ah,
PS, wirklich nicht. Oh, hallo! Hey, ihr seid... Fangirl-Moment. Ja, mega, für mich auch. Das. Ihr seid hier bei den Arschleggings. Ja, bei den Arschleggings. Nein, bei TVO, alles klar. Ja, oh, ihr habt das schon. Wow. Wie viele, ich hab meine im Rucksack. Wie viele krasse Ärsche habt ihr heute schon gesehen? War viele krasse Ärsche. War Friedrich Merz auch schon da? Till Lindemann, wie krass waren die Ärsche? Ein mega krasser Arsch. Wie fühlt man sich, wenn man so eine Hose anhat? Ich habe nicht den ganz dollen Scrunch, nur so ein bisschen. Scrunch, ist das der Buttfloss oder was ist der Scrunch? Genau. Der Buttfloss. Und was macht ihr hier? Seid ihr Pumperin? Jein, wir starten unseren ersten Highwalk dieses Wochenende. Nein! Das ist doch mega schwierig, oder? Ja. Uns geht auch schon so ein bisschen der Stift. In der Crunch-Leggings. Okay, sehr gut. High Rocks für die Leute, die keine Warum? Ahnung haben. Warum? Da kommt er doch gar nicht raus. Okay. In der Crunch-Leggings? Warum bist Was? Du so? Was ist denn das? Ich kenne das nicht. Heißen die Crunch-Leggings? Naja, also weil die das so zusammen crunchen. Okay, alles klar. Deswegen, ich wusste nicht, dass die Crunch-Leggings heißen. Ich glaube, du kannst es nennen, wie du willst. Du kannst es auch Quetschhose nennen. Ja, das eher das. Ich dachte, die ging es nur um die Aussprache von Crunchlegging. Nee, ich weiß halt wirklich nicht, wie das heißt. Crunch. Ich weiß es natürlich total exakt, aber könnt ihr es vielleicht nochmal erklären? Man stirbt, indem man 8-mal einen Kilometer läuft und dann stirbt man, weil man 8-mal noch krasse Übungen macht. Habt ihr Kinder? Nee, Gott sei Dank nicht. Ach, danke. Ja, High Rocks danke wirklich Gott. Anders schlimm. Danke. Olli. Deswegen auch. Wann High Rocks? 2025? Da bin ich. 2025 ist nächstes Jahr. Werde ich 40. Ja. Und ich weiß nicht, ob High Rocks das Richtige ist für mich doch, mit 40. 40-Jährige ist super. Ja. Ich bin der Typ mit der Molle am Rand, der dich anfeuert. 40 ist kein, muss ich wirklich sagen, kein Alter, was Mann, ich versuche eine Ausrede zu finden, dich machen zu müssen. Ja, aber hat nicht geklappt. Ich würde es ungern alleine machen. Ich gucke mir das nochmal genauer an. Ich nächstes Jahr tatsächlich jetzt mal überlege, ob ich das nicht mache. Ich guck's mir nochmal an und dann können wir drüber reden. Weil ein Kilometer ist eine Strecke, die mich nicht so abfuckt. Nee, und auf die Übungen habe ich Bock. Du machst 10-mal einen Kilometer. 8. 8 Kilometer. Ja, gut, 8 Kilometer kriege ich hin. Na, ich nicht, aber ich würde es dann hinkriegen. Und dazwischen machst aber du was? Aber 8-mal ein Kilometer fuckt mich halt nicht so ab. Nö, nee, gar nicht. Und dazwischen machst du mal was? Na, je nachdem, welche Übung, hast du ja gesehen. Geh noch mal zurück. Da. Indem ja? man... Siehste. Also du machst 1 Kilometer, dann machst du 1 Kilometer Skiergometer. Dann machst du wieder 1 Kilometer, dann machst du 50 Meter Sled Push, der wird wahrscheinlich schwer sein. Vielleicht machst du das doch mehrfach, vielleicht machst du 10-mal oder so. Ja, also wahrscheinlich. Ich bin ganz ehrlich, ich finde die Aufgaben da alle ganz okay. Ich muss sagen, aber zum Schluss 100 Meter Sandbag Lunges und 75 oder 100 Mal Wallballs, das tötet dich dann zum Ende schon krass. Also gerade die Wallballs sind übel. Deswegen kommen sie da. Weil du vorher sonst aufgibst. Ich glaube, das ist geil, wenn ich ehrlich bin. Ja. Also ich glaube nicht, dass ich da eine krasse Zeit hinlegen werde. Nein, darum ging es mir. Aber ich traue mir zu, 2025 das Ding zu beenden. Okay, Dayray sagt, Leute, Real Talk, du bist am Start. Okay. Gesehen. Ich wiege 210 Kilo. Wenn ihr jetzt ausmacht, dass ihr das macht, trainiere ich nun ein Jahr. Das könnte mein eigener Arm sein. Zu machen. Ich habe wirklich, ohne Scheiß. Dayray ist dabei. Nice. Alter, Leute, jetzt mal ohne Spaß. War ein Community-Treffen bei Nächstes Jahr Community High Rocks. Wir ziehen uns da durch. Jeder, der ankommt, kommt mit durch. Uns geht es nicht um die Zeit. Es geht nicht um die Zeit. Nee, gar nicht. Aber jeder, der sich vornimmt, mitzukommen, und dabei ist dabei und wir ziehen das durch. Kein Mann wird, keine Frau, kein Mann wird zurückgelassen. Und wir machen Folgendes: wir erscheinen auch alle wir machen bis dahin ein schönes High Rocks. Wir machen ein schönes High Rocks Outfit auch zusammen. 360 Outfit und dann erscheinen wir auch alle in dem Outfit. Machen ohne Scheiß. Das? Lass das machen. Alright. Ich liebe auch Deal, bin raus. Ja. Ohne Scheiß, ich habe da richtig, jetzt gerade, ja. Mit Arschleggings? Alle mit Crunchleggings. 8-mal Kilometer läuft und dann stirbt man, weil man 8-mal noch krasse Übungen macht. Habt ihr Kinder?
Nee, Gott sei Dank nicht. Danke. Danke, Gott. Danke. Deswegen auch diese arschbetonenden Hosen, ne, weil noch geht's. Nur gucken, nicht aber anfassen. Also du könntest dir auch anziehen, trotz, hast du nicht schon zwei Kinder? So ja. Heftige Frau, ey. Was ist los, ne? Ab in die Leggings. Das ist ja meine Leggings. Ach so. Hat die auch einen heftigen Spaß? Ich hab gar nichts, das ist Bodypaint. This is the part of the bodybuilding fair that I can subscribe to. Just people laying in beds. Yes. Is that why you come here and not to a sleeping fair? We want to show people how to rest after sport and how to get the most energy back. Does it have to be after sport or can it be instead of sport? No, it cannot be instead of sport. What do you call this exercise? No, this is not an exercise. This is a smart bed. It's a smart bed. Oh, how smart is it? Can I call you on your bed? No, it actually helps you sleep like a champion. Weißt du, wenn ich jetzt gerade gerechnet habe mit so einer Antwort wie, yo, bitch, you tripping. So, auf dem Level. Okay. Geil. Hey. Yes. Can I try? Yes, you can. With you? Yeah, I'll join you. Wow, now that's what I call exercising that I like. Exactly. How many hours a day do you sleep? 8 hours. That's 1/3 of your life? Yes. So you better make it count. Exactly. I feel... Das ist übrigens Kalenderunterhaltung. Vibration? Is this the bed or do you have terrible bowel issues? And is this gas? No. It's like a 2-minute long stream of gas. No. So if you have a partner that snores, you don't really want them to disturb your sleep. Well, just put them in a different room. That's what I do with my husband. No, but with this one, you automatically detect someone snoring and then... And kicks them out of the house. No, he adjusts the bed for them. Oh, okay. Hä? It's not as aggressive as... LOL. Also, es ist geil, aber das geht? Ja, klar. Ich habe mir das bei dem Ding, wo wir drauf lagen, auch gedacht. Können wir übel geil als Bett benutzen. Ja, aber das ist ja ein Bett. Ja, ja. Und das andere war eine Massageliege. Ja, aber da könntest du auch als Bett benutzen, weil wie ein Wasserbett. As I thought. No, it's that. It's that. So this bed is... it has a smart system and it tracks your sleep. So if a person is snoring, the bed automatically lifts you up. And you stop snoring. So aus dem Bett fällt, dann schnarchst du nämlich nicht mehr. What if I want to start snoring? Because I don't snore, I want to start snoring. Yeah. Cold and your nose will get blocked. Can I do this with this bed? Can I just like shove my nose into the mattress? So Does it help with sex? Does this bed help with sex? Please answer the question of this lady who I met 1 minute ago. Die ganze Situation ist wieder super unangenehm. Ja, aber sie ist auch wieder scheiße darauf vorbereitet. Hilft dieses Bett mit Sex? Natürlich, wenn du gut ausgeruht bist und guten Schlaf hast, hast du natürlich auch mehr Energie, kannst du wieder rum, ne? Musst du doch... Wie kannst du denn das so promoten? Das weiß ich auch nicht. Also da ist wirklich... bei manchen ist es komisch. If there's any astronauts watching, please comment down below. Außerdem, ganz ehrlich, eine justierbare Matratze in verschiedenen Winkeln. Natürlich. Ja. Hä? Zero gravity. Exactly. That's what I'm wondering. Gibt es auch Tischfootball? Boah. Louis, gibt's Tischfootball? Fantasy-Football. Louis, komm mal her. Komm. Ja, oder Kickern. Ach so, du bist... Ja, aber es ist Tischfußball. Du bist ja bei Tischfootball. Jetzt legen wir uns gleich mit den Briten an. Ja, ihr seid bei Soccer. Oh Gott. Okay, Amerikaner. Du kannst nicht aus dem Off reden. Hallo, guten Tag. Hi. Hi, ich bin die Hazel. Ich bin der Louis, freut mich sehr. Warte, wir müssen... Ich glaube, wir müssen das Interview so starten. The Master Mage hängt immer noch bei dem Bett, aber er hat natürlich voll recht. Dieses Bett vibriert. Die Frage hätte man so einfach beantworten können. Einfach, ich hatte ja mal gar keinen Plan. Eine klassische Fangfrage. Wenn ich ihn gefangen habe, darf ich ihm die Frage stellen.
Hab dich! Gibt es auch Tisch-Football? Tisch-Football gibt es noch nicht. Sollen wir das erfinden? Ja, gerne. Vielleicht machen wir da Geld ein bisschen mit, ne? Mhm. Weil wir müssen ja auch immer bleiben. So, wie gefällt es euch denn hier sonst so? Ist ganz leer eigentlich. Ja, noch, ne? Aber um 14 Uhr geht's. Morgen kommt dann Taylor Swift, ne? Mit Travis Kelce tatsächlich. Taylor habe ich probiert, privat zu schreiben, hat mir aber nicht geantwortet. Mann, hey, fucking Tay-Tay. Hör, ziemlich abgehoben, ja, hier immer. Eben. Privatjet hier, nicht antworten da. Wie ein Lücke Football kann so irgendwas machen. Mensch, das Kinder. Also ich habe ja so einen kleinen Traum, ne? Wenn schon nicht Taylor Swift hierher kommt, dann kickst du aber ein Field Goal. Deutsche Taylor Swift. Er ist richtig gut, weil man denkt die ganze Zeit, die kennen sich. Ach, da kommt meine Cheer-Truppe. Er ist richtig gut. Das sind die Pyromaniacs. Wollt ihr einmal reinkommen? Das sind die wir bei TVO gesehen einfach haben? Dort rum. Zufällig? Die Pyromaniacs. Ach so, kann sein, ja. Hallo. Ich finde voll nett, dass da auch Kinder mitmachen dürfen. Oh Mann. Tut mir voll leid. Ich dachte das gerade von Weitem. Oh, danke schön. Mega cool. Hallo. Wie verhalte ich mich bei euch? Was muss ich machen? Gut aussehen und lächeln. Ganz weirde Situation. Das ist das Goalpost. Da schießt du jetzt durch. Okay, also nicht das Runde muss ins Eckige, sondern das Längliche muss ins Gelbe. Genau das. Das Längliche muss ins Gelbe. Ja, lass mich gehabt. Das ist der Titel von diesem Simpsons-Porno. So, 3, 2, 1, Hazel! Yeah. Field goal, field goal! Hast du stark gemacht? Wo ist ihr Hals? Ich komme mit dir. Also, ja. Dankeschön, das war's von der FIBO 2024. Ihr seht's, wenn selbst so eine Couch-Potato wie ich das kann, dann schafft das eine Fitnessfritte wie ihr an den Bildschirmen auf jeden Fall. Vielen lieben Dank fürs Schauen. Dankeschön nochmal an die Pyromaniacs. Auch produziert, bevor die FIBO aufgemacht hat. Ja, ist wahr. Tag. Also, ihr werdet sehen, unser FIBO-Video geht in eine ganz andere Richtung. Und es ist viel voller. Ja, tatsächlich. Ja, aber sie hat ja auch gerade selber gesagt, ja, 14 Uhr geht's ja dann los. Ja. Aber könnt ihr euch drauf freuen, Freunde. Wir haben uns nämlich die Innovationen, vor allem die teuersten Innovationen der Messe angeschaut. Unter anderem, ja. Und Oliver kaum ein Gerät unter 20.000 Euro uns angeguckt. Aber stimmt nicht. Das, worauf Paul so scharf ist, kostet 16.000. Ja, das stimmt. Das war ein bisschen günstiger. Und dann halt diese unfassbar geilen aufblasbaren mit wasserbefüllbaren Dinger. Oh ja, die sind mega. Freut euch drauf, Freunde. Wir haben uns wirklich die geilsten Innovationen angeschaut. Das Video vielleicht jetzt, zu dem Zeitpunkt, falls ihr auf YouTube zuschaut, wird das wahrscheinlich sogar schon online sein, denke ich. Also schaut da gerne mal rein. Und ich finde es mega großzügig von euch, dass ihr jetzt einfach immer mitkommt, egal wo ich bin, die ganze Zeit, um alles anzucheeren, was ich tue. Ich dachte, du sagst jetzt sowas wie wup wup. Gerne kommen wir mit. Wup wup. Was zur Hölle, wie viele Leute waren denn da gerade noch? Da gab es eine Redaktion? Also, sorry, nicht... Klingt jetzt. Aber ja, Grüße gehen raus an Hazel. An Hazels Redaktion. Ja, na, das ist auch ein gutes Bild. Ah, so. Okay. Digga. Habe ich nicht erwartet. Freunde, wir machen jetzt auch ein bisschen Sport. Ja. Wollen wir ihn herbringen? Ich würde den Tisch beiseite stellen, das Paket mal herbringen. Ja. Das Paket ist sauschwer. Ja. Und die Kamera ein bisschen aufziehen, dass wir da mal einen schönen Blick drauf haben. Ja. Achtung, Paul. Ja. Danke. So. Ei, ei, ei. Hast du gehört, das würde er alles machen. Ich gucke jetzt zu, wie er das alles alleine macht. Ja. Ja, dann wird nie was passieren, weil alleine. Aber du hast gesagt, ich werde. Immer nur ich. Ja, nichts anderes habe ich. Ich werde. Ja, ich würde, dann passiert ja erst. Ich würde ist ein Vorschlag in die Gruppe für, lasst uns das mal machen. Wenn ich das sagen hätte, dann würde ich das jetzt tun. Weißt du? Ja, ja, ist so echt ist so. So ist er. Immer wenn es um Lobeinheiten geht, ja, ja. ich. Oh, sorry. Und plötzlich heißt es uns. Ja. Ich würde den gerne aufbauen, aber wir müssen ihn tragen. Ja. For real, ey. Ich gebe zu, ich habe den Couchtisch unterschätzt. Paul? Ja. Ich weiß ja nicht so, aber... Warum heißt es denn kaputt? Pass auf, die können auch auf der anderen Seite rausrutschen, Paul. Ja, mal gucken, ob es passiert. Braucht ihr den Wagen? Brauchen wir einen Hund? Ja. Besser ist, glaube ich, tatsächlich, weil der wiegt ich schon. Aus. Also, wenn wir ihn jetzt hochheben, da ist es auch Sportprogramm. Hatte ich heute schon. Alter Schwede. Nee, der ist... Ja, da kann man runterklappen, das geht.
Passt der immer noch nicht rein? Nee. Ich würde runter, würd runterklappen. Der geht aber nicht komplett runter, ist das schlimm? Nö. Der liegt gleich hier. Ja, das geht schon. Ich glaube, zu viert ist am einfachsten. Schade, dass das keiner sieht. Nee, hier würde ich nicht reingreifen, da machst du das Tor mit kaputt. Ich würde, wir müssen den an irgendeiner Stelle irgendwo angehoben bekommen. Oh, ja. Okay. Ah, sehr gut. Okay. Ja, das ja aber den brauchen wir doch den Wagen nicht für. Brauchen wir den Wagen nicht für. Das können wir zu viert auch tragen. Ja, ich muss ihn kurz noch beiseite schieben. Der ist auf allen Seiten. Ja, aber wir stellen ihn. Ja, wir müssen nee, in eine Seite die, hoch. Wir müssen, ja genau, wir müssen, ja, wir gehen runter, ihr stellt hoch, weil wir müssen die Beine ranmachen. Ich habe mir nämlich bei denen im Werk angeguckt, wie die das gemacht haben. Ja, genau so. Hier sind übrigens unsere Mannequins. Hallo Mannequin. Hallo Mannequins, ja, da hinten sieht man sie. Die müssen wir jetzt einmal rausholen, bevor wir das machen. Ja. Ich habe eine Schere. Also erstmal, Paul, würde ich die Pappe runternehmen, weil dann, sonst kriegen wir die nicht raus. Look at me, I have a scissor. Aber es fehlt auch noch die Tüte, die kleine. Ah, das bist du. Da sind die Schrauben drin. Die kleine Tüte mit den Bällen. Die ist auf dem Tisch, glaube ich. Ich würde dir mal ganz kurz die Stangen anreichen. Freunde, wir sind ganz klassisch unterwegs, übrigens blau-rot, so wie man das früher gemacht hat. Geil. Schönes Ding. Ja. Sie übrigens sehr praktisch bei so einem Leonhard-Kicker. Könnt ihr einfach mal gerne auf der Website auch vorbeischauen, falls ihr selber einen haben wollt. Gerne. Bei Leonhard. Die bauen euch die nämlich so, wie ihr sie haben wollt. Ziemlich nice und die machen die besten Tische. Und da könnt ihr euch nicht nur die Farben aussuchen, sondern auch ganz viele andere Sachen. Und quasi hier. Quasi auch der Weltmeistertisch. Ja. Zack. Ist das Geile halt an dem Tisch. Kann man sich halt auch so bestellen, haben wir. Dass man den halt transportabel machen kann. Das hier so richtig man, reingeklickt, ist ja insane. Das ist wirklich für den Transport ist das total geil. Ihr habt ja alles in der Doku gesehen, Freunde. Da sieht man auch schon ein bisschen was vom Layout. Da müssen wir vorsichtig sein, dass wir jetzt nichts zerkratzen beim Anbringen der Beine. Das ist so witzig, oder? Dass wir eine Doku dazu gesehen haben. Und jetzt einen hier haben. Und daraus resultiert ist, dass ihr tatsächlich da wart, ja. Mitgebaut habt und wir jetzt einen das, haben. Das Mitbauen war das Schlimmere. Ja, das war, ey, wir haben wirklich an jeder Station mitgearbeitet, es gab keine Ausnahme. Ja. Olli durfte sogar die große Maschine bedienen. Ja, die CNC. Die große CNC-Fräse. Crazy, Alter. Und sie haben auch wirklich für uns einfach so viel Produktionsablauf kaputt gemacht. Ja, weil der sie Tag selber war gegessen für die, ja. Ja, wirklich? Und dabei sind die sehr gut ausgelastet gerade. Du Scheiße. So, das müssen wir jetzt zusammen machen, weil die Beine sind echt schwer. Was willst du denn machen? Aber die kommen jetzt hier ran. Ja, ja, aber. Und dann wird festgeschraubt. Da. Ah, ja, fertig. Ja. Ich bin Hawking, oh Baby, Baby Hawking. Nein. Was kostet denn so einer? Also, Freunde, schaut einfach mal bei Leonhard auf der Webseite vorbei, dann habt ihr alle Preisinfos. Das, was wir hier haben, ist halt ein legitter Turniertisch. Das ist die beste Ausführung, die ihr kriegen könnt. Der kostet, glaube ich, zwischen 2 und 3, ne? Ja, 2,5, glaube ich, kostet der. Could you. So, okay. Unterlegscheibe gibt's nicht, ne? Weiß ich nicht. Paul, gibt's Unterlegscheibe? Da war nur das, nur Schrauben. Weil das ist die Unterlegscheibe. Guck mal, Leonhard Kicker, beste Kicker. Ich habe meinen seit 5 Jahren. 1500 Euro, aber super investiertes Geld. Das Ding ist halt, das hat Leonhard uns auch schon gesagt, der Tisch, so wie wir ihn hier haben, die könntest du auch in eine Bar stellen. Der würde wahrscheinlich nach 30 Jahren immer noch bespielbar sein. Ja. Ja, wie der in der beste Bar. Genau. Zum Beispiel. Aber genau darum geht es ja bei denen, dass die so langlebig sind. So ist es. Und ist auch spannend. Du kannst halt auch branden. Alles Mögliche, wie ihr hier seht. Ich bin traurig. Sind die auf irgendeine Art und Weise dediziert? Nee. Alle anderen Schrauben auch nochmal fest, jetzt wo alle drin sind? Ja. Ah, denk dran, fest kommt ab, Paul. Naja, guck mal, du hast hier schon Lack mit reingedreht. Ich hab noch gar nicht festgedreht. Ja, ja. Wollte das erst machen, wenn er steht. Wenn er steht. Ich glaube, die Seite von denen ist down. Ja, das passiert, Freunde. Guck da später nochmal rein. Oh Mann, Leute. So. Die DOS-Service steht. Befreut.
Das ist wirklich halt auch easy konstruiert. Also wir haben jetzt auch genau diese Variante hier mit Wechsellager und einfachem Transport. Die ist halt ein bisschen teurer. Ihr würdet den so geliefert bekommen und alles, was ihr dann halt machen müsst, ist das, was wir jetzt machen, die Beine halt. Ja, und die Stangen da. Ja. Hier unten übrigens an den Füßen auch nochmal, die kann man halt höhenverstellbar machen. Das sind vollgummierte Füße, das ist ziemlich nice. Ja. Mm-hmm. Flo hat Verluste. Verlustig. Im Bus Verluste. Im Bus? Ich muss raus. So, jetzt werden wir aber gleich ein paar Hände brauchen für die Beine. Drehen. Ja, genau, weil wir stellen ihn jetzt auf die zwei Beine und dann wird er auf die anderen Beine raufgestellt, weil das ist ja so gebaut, dass er schon quasi drauf steht. Wir müssen nur darauf aufpassen, dass er nicht von runterrutscht. Ja, das ist jetzt kein Hexenwerk. Ja. Ba, 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 ba. Jetzt habe ich einen Ohrwurm wegen dir. Leid. Vorne, da, Kamera. Hallo. Na? Na? Wie geht's euch? Macht da am Wochenende was Schönes? So, how to talk to small people. Na? Mal gleich mal mit Glasreiniger rübergehen hier. So, okay, dann, Flo, bist du einmal hier auf der Seite, dann eben ist dir egal. Wo denn? Da sein. Da sein. Genau, so, dass du die Beine dann einmal... Oh, nee, bin ich nicht, wie du gesehen hast. Ja, warum hast du schon losgelegt? So. Okay, dann muss jetzt hier einmal die Pappe runter. Au. Sorry. Ich verlasse mich jetzt ein bisschen hier auch auf die Schwerkraft. Yep. Olli, dein Name ist Schwerkraft. Weil ist schwer, brauchst Kraft. Steht da erstmal. Musst du jetzt nicht festhalten. Der Rest ist halt. Naja, Er steht doch. Sollte jetzt. Bei dir nicht, oder was? Bei dir nicht. Ich glaube, wenn ich loslasse, ist problematisch. Nee. Wie soll der umfallen? Das weiß ich auch nicht. Dem einer gegenkommt. Aber es kommt doch da keiner gegen, um Gottes Willen. Du meinst in diesem ausgelasteten Hauptverkehrsstraße, die hier ist? Ihr könnt mir gerne gefallen tun, könnt ihr mal so Glasreiniger und Zewa holen? In 1000 Jahren würde das. Aber der ist denn auch bei dir los? Was soll sein? Der ist ja gar nicht richtig dran. So, jetzt Attacke. Weil hier auf der Seite ist er jetzt nicht richtig dran, aber es zieht sich ja gleich fest. Ich weiß, der bedeutet dir viel, aber du stresst mich gerade. Ich stehe nur hier, Digga, ich mache ja nichts. Boah, Dicker. Kriegen nicht angehoben um das hier. Also soll ich helfen? Oh, ab. Ja, kannst du gleich nochmal machen. Okay, hab ich. Recht? Gib mir mal den Dreh, da mach ich schon mal. Ja, mach mal. Nichts leichter als das. Also aufgebaut, Leute, wirklich ist der binnen Minuten. Na, jetzt kommt noch der Spaß. Ja, die Stange. Ich würde erstmal das Feld sauber machen. Aber ich meine, alles, was wirklich körperlich irgendwie anstrengend ist, ist durch. Aber das sollte man auch zusammen machen. Naja, zu zweit auf jeden Fall. Alleine ist, glaube ich, ätzend. Alleine ist ätzend, ja. Aber... Ist bei vielen Sachen so. So jemand wie Mike zum Beispiel, auch machbar, wie er bewiesen hat bei der FIBO. Ich würde jetzt sagen... Wie er einfach die Gewichte und Olli hochgeschleudert hat. Ja, das war... ich würde jetzt das Festziehen, würde ich so machen, dass zwei heben den Tisch an und einer zieht die fest, damit sie auch wirklich gerade stehen. Einfach dahin. Danke. Also, die Schrauben, an denen ich dran war, sind wirklich nur angedreht, die sind nicht fest. Wie hier quasi auch. Also, dann heben wir an und einer dreht fest. Ja. Mal rüber. Wer will an, wer will Paul, drehen? Ich heb an und dann kannst du festmachen. Bereit? Ja, so. So. Chat sagt schon danke, Fabi. So. Ist gut gemacht. Sie sagt gerne, Chat. So. Ja, fand ich auch. Was? Ich dachte, wir machen noch einen Start zusammen, aber Olli hat einfach schon angefangen zu heben, weil er so stark ist. Entschuldigung, kannst du mich ja hier nicht bei meiner Arbeit behindern? Klar, fest. Okay, jetzt stellen wir ihn einmal gerade hin auf den Tisch, naja, auf den Teppich. Wollte ich gerade sagen, er steht nicht mit allen Beinen auf dem Teppich. Okay. Also er wiegt, weißt du was, das ist richtig dumm. Ich wollte gerade sagen,
er wiegt weniger als die Beine. Ja, aber er ist schon hübsch auch, guck mal. Ist schon extrem, Alter, jetzt mal ohne Scheiß, guckt euch den mal an, Digga. Er ist schon sehr geil geworden. Habt ihr sehr schön gebaut. Dann gib mir einmal das... Kann man nicht anders sagen. Das Sidolin... Also ja, auch Respekt an die Leute von Leonhard, aber ich werde den für mich abspeichern unter haben die Jungs gebaut. Ja, ist auch so. Also gerade, wenn du dir anguckst, wie man richtig Silikon macht, da hat Olli nochmal einen rausgehauen. Was hab ich? Wie man richtig Silikon macht. Schön. Also nicht Silikon verwendet natürlich. Ja, ich habe mir Mühe gegeben. Ja. Das ist ja schön. Auch respektvoller Umgang mit dem Gerät. Der Gerät? Was ist das? Sekunde. Du bist auch schon so der Gerät, Alter. So, okay. So. Ja, schön, ich würde jetzt nochmal kurz an den Seiten. Oi. Ja. Das musst du mir erklären. Das kann ich dir ganz hundertprozentig auch noch gar nicht so genau sagen. Muss ich mir auch nochmal angucken, was jetzt was genau war. Habt ihr echt es geschafft, die Sachen hier zu vertauschen? Nein. Hier, Jungs, hier nur rot. Nein, das ist tatsächlich... Da nur blau. Hä? Nein, wie schwer kann es sein? Ist so. Einfach so, wirklich so einen Riesenfehler gemacht. So. Oh nein! Ah, jetzt, wo du sagst. Hm, weiß ich nicht. Olli, ich hab schon wieder vergessen. Ja. Was sind die Stangen? Wie die gehen? Oder was? Ach so, ja, nee, ich hab's wieder. Genau, ihr müsst einmal alles, was zu schrauben ist, müsst ihr aufschrauben. Ja. Alle Seiten. Hä? Die haben hier so der hat keine Schrauben, aber die haben Schrauben. Die alle Schrauben. Das hier. Mit der Hand. Daran kannst du mit der drehen. Hand. Ah, ich dachte jetzt hier die Schrauben halt. Achso, nee. Alles, was du mit der Hand jetzt aufschrauben kannst. Ja, weil hier sind ja trotzdem Schrauben, deswegen war ich verwirrt. Ja. Ist wahr? Der Mann spricht die Wahrheit. Da sind Schrauben. Nein. He knows das. Screws. Das ist übrigens das mit Wechsellager, Freunde. Das bedeutet, man muss die Stangen nur einmal aufziehen. Und dann kann man sich entscheiden, was soll auf die Seite? Blau theoretisch, würde ich jetzt den Stangen nachmachen. Die haben wir übrigens auch alle. Achso, ja, du musst so machen, dass. Fast alle selber aufgezogen. Blau ist hier. Ja. So, und jetzt ist wichtig, guck mal. Komm mal her. Wo sind jetzt das, die drei das Boys auf? Sind vorne, ne? Die sind Sturm, ja. Warte mal, guck mal. Ja, aber ich hab doch meins hier. Ich bin doch hier. Nimm doch das von den... Ach, du machst das Mittelfeld, ja. Ja. Ah, my bad, ja, okay. Also, du nimmst das jetzt. Ja. Und du machst nicht. Hier... Die kommen hier hinten ran. Chat, dass ihr gucken könnt. So, ich zeig das jetzt an. Oh, okay. Alter. Also, im Mittelfeld ist es sogar am schwierigsten, den hier durchzukriegen. Warte mal. Achso, warte mal, darf ich mal ganz kurz? Du musst kurz beiseite gehen. Danke. Ja, fängst damit an. Das ist nicht richtig. So, zack, zack, zack. Der ist nämlich echt ein bisschen tricky. So, und jetzt, wenn du das hier hast, der Stopper muss noch ein bisschen zurück. Achso, den kann ich mir noch frei einstellen. Der stellt sich ein. Nimmst du jetzt hier in der Mitte, hast du diese Aussparung. Falls du es mir zeigst, ich weiß, wie es geht. Achso, okay. Dann Flo für dich auch. Du hast jetzt hier diese Aussparung, da machst du das Ding rein. Ja. Aber das musst du von der anderen Seite machen, von außen quasi. Fett. Weil dann kannst du es reinschieben und... Ach nee, ich hab's falsch rum, deswegen. Ja. Hier, quasi so rum. Okay, ihr könnt es nicht sehen, aber er baut gerade die Wechsellager ein. Hier, zack, das Weiße ist dann hier drin. Machst du zu, schiebst du durch, zack. Und dann kannst du nämlich den Ring nehmen und der passt genau durch den Griff. Geht nicht zu. Oder ist da ein bisschen Druck hinter? Ja, ist ein bisschen Druck, kannst du da... Nee, das ist schon richtig wieder. Ja, dachte ich. So rum ist richtig, genau. Aber so weit geht er nicht zu, ja? Nee, so, es sieht falsch aus. Ja, aber guck doch. Also ja, ich das hier rein. Ich komme. So, das sieht doch gut aus. Ja, aber siehst du ja. Also so doll und dann muss man drücken. Genau, musst ein bisschen drücken. Ja, erwarten. Ich weiß ja nicht, was bei dir ein bisschen ist. Erstmal mein Ding zerschossen. So. So, das wird hier elegant eingebaut. Zack. So. Aber der muss der muss hier an die Figur ran, ne? Genau, das passiert dann theoretisch automatisch im Laufe der Zeit. Ja, logisch.
Ja, ich musste es erstmal blicken, ehrlich gesagt. Da ist dann der Flow schon. Aber wenn man es einmal raus hat, ist das Zusammenbauen recht easy. Kannst du mir den. Ja. Achso, du machst die, ich mach den Torwart. Ja, ja, dann ist geil. So. Ich habe bloß halt wirklich Angst ums Material, weil ich weiß einfach, so ein Leonard-Tischkicker ist Olli deutlich wertvoller als mein Leben. Das stimmt nicht. Deswegen Vorsicht, sonst verliere ich hier eine Hand. Das stimmt gar nicht. Das ist ein Leonard-Kicker, Dicker. Das ist ein Leonard. Ja, aber wir wissen ja jetzt, wie man baut. Wir können noch einen bauen. Das ist ballsy, Alter. Na, wenn wir da hinfahren, so. nicht hier einfach. Einfach so. Ah. Weißt du, wie viele Maschinen die haben? Ja. Damit die so gut bauen können? Das ist crazy. Ich wäre jetzt so ein typischer Fall von jetzt merke ich, dass alle in die genau andere Richtung gucken. Das wäre super lustig. Das wäre echt witzig. So. Figuren haben wir übrigens auch selber aufgezogen. Was heißt das? Naja, also die haben wir auf die Stangen gezogen. Ah, das heißt, ich kann mich. Das heißt, sobald das erste Tor bei mir auf der Seite fällt, kann ich mich darüber aufregen, dass die Figuren ja eine ganz unmögliche Position haben. Naja, das wurde natürlich alles höchst von oberster Stelle kontrolliert. Ich glaube, Nicole und Sarah haben das kontrolliert, was wir da gemacht haben. Nicole und Sarah sind die Weltmeisterspieler. Nee. Oder was? Hier ist Lynn. Lynn ist Weltmeisterspielerin. Ist tatsächlich Platz 1 der Weltrangliste. Das ist schon auch geil irgendwie. Ja. Aber das Allerwichtigste, was der krasseste motherfucking Übermove überhaupt ist, ja, ist Leo Highspeed Oil auf die Stangen machen. Nee. Das überhaupt nicht. Sondern wir haben hier. Okay, das ist richtig kacke. Aber ihr seht, warte, hier. Hier eine Platte. Die original zertifiziert. Lol, da ist so ein. Ach, das ist ja. Dass es ein Competitive Soccer Table ist. Und. Ja, die haben man, eine Plakette. Eigentlich müssen wir die doch draufstickern, ne? Eigentlich hier jetzt. Kommt die hin, ja. Zeig mal. Und wir haben eine Plakette vom Deutschen Tischfußballbund. International Table Soccer. Soccer übrigens. Ja, ich weiß. ITSF, International Table Soccer Federation, Official Competition Table. table-soccer.org. Was ist die Nummer? 4000 irgendwas. Nee, nee, nee. Also wir haben die Nummer 46433, aber sagt die, dass es so viele Competitive jetzt schon gibt? Ja. Ja. So, ich zieh das hier ab. Warum haben wir nicht die 69420 bekommen? Hätten wir uns die nicht wünschen können. Das fühlt sich gut an, ne? Das ist aber schon. Ist das mittig? Ich trau mich nicht, sowas zu kleben, Digga. Kannst du vergessen. Lass Olli da drauf gucken. Lass Olli da drauf gucken. Gibt hier niemanden in dem ganzen Office, dem das Ding mehr bedeutet als Olli. Wenn Olli sagt, es ist mittig, ist das in Ordnung. Achso, nee, mach nicht mittig. Mittig ist doof. Hä? Nee. Das ist tatsächlich von Leonard so gesagt. Echt? Ich hätte das hier so unten in der Ecke gemacht. Nee, weil es dann immer kacke ist, weil da. Kommt irgendwas hier dran. Hier kommt niemand dran. Okay. Ich möchte die. Nee, das ist mir zu viel Verantwortung. Hier finde ich eigentlich, so drüben unter dem Auswurf wäre auch ganz cool eigentlich, weil dann sieht man es immer. Die Auswurf. Nee, hier sieht man es immer. Okay. Wir haben ja immer eine Cam von oben. Ja, also ich kann dir sagen, dass der Inhaber. Ja, dann machen wir es hier. Gesagt hat, dahin. Wir machen das mittig. So, pass auf, so. Und. Nee, Paul macht anders. Ach, du nicht da oben ran, ich würde es mittig nach unten machen. Genau. So? Ja. Ist gut. Stand fest. Ja, sieht gut aus, oder? Ich halte hier eine Hand drauf. Nochmal. Schön festdrücke. So, das hier auch. Hast du von oben und unten den gleichen Abstand? Weil dann will ich es hier ungefähr genauso gleich machen. Oder ist leicht unterschiedlich? Nee, leicht unterschiedlich. Oben ist ein bisschen weniger. Oben ist ein bisschen weniger, okay. Aber nur ein bisschen. Wie hast du das hier abgekriegt? Ist das so ein du musst beides unten und oben abkriegen, ne? Ja, das ist klar. Das kann ich ja noch nachträglich machen oben, aber das unten ist jetzt schwer irgendwie hier. Ist dicker. Weiß nicht, ist das so dick oder bin ich doof? Ah, ne, jetzt habe ich's. Ah, ich war doof. Ich will die ganze Zeit die Metallplatte wegmachen. So. Okay. Jetzt schauen wir mal. Paul, würdest du ungefähr so sagen?
Vom Abstand oben, unten? Warte. Ich glaube, so war es bei dir, oder? Ja. Dann drück jetzt bitte einmal mit dem Mittelfinger ganz vorsichtig hinten drunter, genau. Ja. Ups. Oh. Der hält gar nicht richtig. Doch, doch, es kommt. Wenn du die obere Folie abgezogen hast. Mach jetzt. Ist jetzt nicht mehr so einfach. Aber hast du. So. So, ich öle jetzt noch die anderen ganz kurz. Das ist das Zeug, ne? Zeig mal. Ja. Bisschen. Ui. Ja, das ist Highspeed-Oil. Weißt du, was sie uns gesagt haben, was man auf Turnieren benutzt? Turnieren nehmen die Skonto, das Holzzeug. Mhm. Kenn ich nicht. Die benutzen Pronto. Pronto, nicht Skonto. Und danach kannst du den Tisch halt immer wegschmeißen. Weil das ist so, also es ist geil. Wegschmeißen kannst du nicht, aber ja, die müssen ja halt sauber machen. Das ist super versifft. Ja, okay, was ist das? Ist auch Öl. Holzöl. Ja. Holzreinigungsöl. Okay, kein Plan. Pronto, aha. Pronto. So, Achtung. Wir haben vielleicht ein paar bekommen. Sag mal. Doch so offizielle Dinger? Ja, das sind alles offizielle. Ja, so rau. Ja, müssen sie. Crazy, Alter. So, Freunde. Wir brauchen jetzt so eine vierte Person. Ja, wir brauchen jetzt vor allem die mobile Kamera und eine feste, die von oben raufschaut, damit wir das Spiel ein bisschen sehen können. Ja, Alter. So eine Schräge, die so ins Spielfeld reinschaut. Wenn ich hier stehe, sieht man das schon gar nicht mehr. Das heißt, das müsste von da kommen. Also, kurzer Umbau. Umbaupause. Wo ist das Team? Anne, spielst du mit? Ja. Holst du den Mikro? Sehr Anne, gut. Du gehst zu deinem Mann. Dann haben wir einen Profi, einen Anfänger und zwei Anfänger mit Paul und mir. Tisch 90 Grad drehen, sagen die Leute. Was kann? Tisch 90 Grad drehen. Ja, das könnten wir machen, zu euch drehen. Das wäre eine gute Idee, weil dann verdecken wir nichts. So, ich glaube, das ist alles ganz gut, oder? Läuft alles gut? Mit Sicherheit. Ah, der hier könnte noch ein bisschen... Ja, wobei geht. Leonardi. Wir müssen von oben kommen. Und drehen? Probier's. Mir egal. Nee, warte, so wäre... Ja, mittig genug. Okay. Was ist eigentlich hier? Ist der eigentlich gerade? Gerade genug. Olli übt schon. Nee, nicht. Ich will nur gucken, ob gerade. Ja, das ist gut. Das warst du. Ja, das wirkt gut. Okay, alles klar. Wirkt Paul gut. Übt schon. Okay. Ich weiß auch nicht genau, wofür die alle sind, um ehrlich zu sein. Das sind für die Runden und das sind für die... Bei 5 ist ja mal Ergebnis fertig so. Okay, dann Kameras. Warum ist da jeweils immer eine andere Farbe bei? Das ist wie beim Tischtennis. Wenn ich 2 Runden gewonnen habe, ist vorbei, oder was? So nach dem Motto, glaube ich, ist das. Du kannst einfach verschiedene Spielvarianten spielen. Ah. Freunde, habt ihr eigentlich schon eure Polaris-Tickets gekauft? Falls nicht. Habt ihr euch das schon gesichert? Mit 10% Rabatt mit dem Code Dr. Freud. Stellt euch mal bitte schon mal an eure Seite, an eure Stangen. Kann ich die Kamera schon mal einstellen. Was ist denn unsere? Anscheinend auf eine Seite, da. Okay. Okay, komm, du gehst dahin. Ja? Ja. Okay. Wir haben noch so haben wir den noch schon mal abgezogen, den Boy. Stimmt, ich erinnere mich. Nix kann er. Okay. Melodie, Dankeschön für 37 Monate. Schauen wir beide geradeaus, wo ihr jetzt spielen würdet. Ihr würdet euch ja wahrscheinlich auch ein bisschen vorlehnen. Flo, du auch? Nee, dein Kopf meine ich. Würde mich vorlehnen? Ja, weil ich die Schärfe, wenn du spielst, die Schärfe jetzt gerade ziehen. Machst du das so? Kopf vorne haben. Ich kann sein, entweder so oder so. Also es kann schon sein, dass ich mich bewege. Ja, ja, das ist gut. Ich will das ja nur einmal sehen. Ja, so würde ich das nehmen. Die brauchst du nicht anstellen, die haben wir ja. Wird die andere jetzt genauso machen? Die hier? Das macht gar keinen Sinn. Da siehst du gar nichts. Wir brauchen die
Stellst du dich einmal kurz zu Anne, weil dann mache ich einmal ganz kurz die Kamera. Soll ich so tun, als wenn ich spiele? Ich habe ewig nicht mehr gespielt. Na, komm nach vorne, Schnecke. Beugen. Sie auch hier? Ja, hier zufällig. Was machen Sie hier? Wollen Sie mir nicht mal ein Cosmo ausgeben? Ich möchte ein Sex on the Beach. Bitte in den Stimmen. Ich habe ewig nicht mehr gespielt. Ich weiß nicht mal, ob ich das kann. Deswegen spiele ich mit Olli zusammen, oder? Ja. Hallo, Chat. Was hat er denn? Dumm, du brauchst die Kamera nicht anstellen. Hallo, Türke. Was? Können wir noch eine zweite Frage? Kann ich mal richtig ran, als wenn ich spielt? Ja, ist tatsächlich sehr hilfreich. Danke. Aber du spielst doch so mehr, als du so spielst. Kann ich dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Aber tu doch einfach mal so, als ob du spielst. Ich weiß nicht, wie aber ich weiß auch nicht, wie ich spiele. Alter, du kannst doch wohl tun, als ob du spielst. Aber ich glaube, ich stehe so. Woher soll ich denn wissen, ob ich so spiele oder ob ich so spiele, wenn ich nicht gespielt habe? Indem ihr mir einfach beides mal anbietet. Okay, ich habe die Kamera eingestellt. Ich muss ja nur wissen, wo eure Bewegungsrange ist. Wir dürfen noch nicht vorher spielen, weil dann hat jemand geübt und das wäre dann ein unfairer Vorteil. Hier, spiel mal. Hat Paul eh schon. Ach so. Spiel mal. So. Okay. Mach mal nicht. Gute mal. Wird bei dir noch ein bisschen näher? Ja? Ich spiele. Nein! Boom. Ah, die geht gar nicht mehr. Mach mal nicht. Der ist wirklich gut austariert. Nein, du kommst nicht vorbei. Und sie hat gedreht. Achso, man darf nicht drehen? Nein. Okay, Chat, wenn ihr gerade die Perspektive seht hier... wenn wir uns über nichts einig sind, aber da sind wir uns tatsächlich einig. Ist euch das, steil genug? Soll man ein bisschen steiler kommen? Könnt ihr das gut verfolgen vom Spiel her? Ich komme nicht ran. Was macht man eigentlich offiziell in dem Moment, wenn der so liegen bleibt? Kommt drauf an, wo. Also wo er liegen bleibt, dann kriegt das die Person dann, die da am nächsten dran ist. Nein! Okay. Wer hat denn die Figuren darauf gemacht? Wollt ihr euch erstmal warm spielen oder? Was? Nee, ich glaube, ich möchte niemand mit Olli zusammenspielen. Ich habe Angst vor Flo. Achso, ja, schön. Ich muss ja rüber. Hä? Aha. Wieso? Okay, weil er dich schlägt, wenn du verkackst? Ja. Möchtest du vorne oder hinten spielen? Was dir lieber? Wo krieg ich weniger Ärger? Du kriegst von mir gar keinen Ärger. Machen wir Schnick, Schnack, Schnuck, wer vorne. Nee, ich spiel vorne, Olli ist hinten halt ohne besser. Ohne Brunnen. Hä? Das muss man doch nicht ansagen. Ganz ehrlich, wo sind wir denn hier? Was ist das? Stein. Ah. Mach ich jetzt auch nur noch so. Warte, ich zeig dir, was ich gemacht habe. Schere, Stein, Papier. Das heißt, du bist vorne. Ich bin vorne. Wir können ja nach dem Spiel mal wechseln. Okay. So, Freunde, wir werden jetzt hier unser erstes... Warte mal, das macht keinen Sinn. Unser erstes offizielles Spiel. Na, so. Na, 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 na. Alrighty. Okay, unser erstes Spiel auf unserem neuen Leonard-Kicker. Seid bereit? Geht es um irgendwas? Mit Knie stoßen, ja. Nicht zu mehrere. Wer ein Tor kassiert, muss ein Teil ausziehen. Wie ernsthaft sie spielt. Kommst hier nicht vorbei. Ich merke das. Du kommst nicht vorbei. Mauer steht. Die Mauer steht. Du kommst nicht! Doch kommst du! Doch kommst du! Doch kommst du! Du auch, vermutlich. Sag mal, woher hast du denn die Skills? Welche? Welche? Plus 3 auf Tischkickern. Boom! Mach ihn! Ja, Flo! Gib ihn! Wir haben ihn genau da, wo wir ihn haben wollen. Er zittert schon. Oh, starker Schuss auf stark, Mittelfeld. Paul. Leute denken wahrscheinlich gerade, sie gucken ein Spiel in Zeitlupe, aber nein. Wir sind langsam. Nein! Ja, mich würde wirklich mal interessieren, wie gut der Chat das nachverfolgen kann. Ich glaube, so geht's. Nein! Ich hab Hunger. Ein Tor war mal schön. Nee, das ist ja die Spannung. Guck mal, wie krass das ist. Das haben wir jetzt gemacht, weil Olli sich das gewünscht hat. Ja, safe. Jetzt auch gut. Achso, der ist bei mir. Na 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 na
Warte, kann ich den Trick zeigen? Ach, schau. Ich hab einen coolen Trick gezeigt. Welchen denn? Die Stange hauen. Ja, das geht. Stark. Guter Pass. Ja, gerne. Ach. Nee. Ach. Schön geblockt, Flo. Ich finde, du machst das sehr gut da. Danke. Er stresst. Wo er kann. Wo er kann, stresst er. Sehr gut. Du bist ein Stressor. Ja. Da, so wurde ich schon oft betitelt. Aber einfach als der Stressor. Bin da. Olli ist da. Und schnell. Und hungrig. Ja. Und da. Wir warten auf, einfach auf ein Eigentor zum Demoralisieren. Ja. Ach. Ich glaube, das würde echt lustig. Ich glaube auch. Ich glaube, das ist ja exakt auf dem... Ich glaube, das ist ungefähr das Niveau, was die Leute erwarten können, ja. Meinst du? Oh. Ist ja auch spannend, aber... Oh. Oh, Paul war kurz am Einschlafen. Der hat gerade aber nochmal so... Oh, und jetzt du. Ja. Na, ah, das steht schräger, als ich dachte immer. Olli so... Steht einfach schräg da. Ich glaub, Olli, darf Olli ich nicht schräg da stehen? Doch, Olli's machst Figuren das super. Du machst Parkinson. Es perfekt. Oh, hat eine schöne Lücke gesehen auch. Wie könnt ihr das denn so schnell? Je öfter du das machst, das ist wie mit dem Zeichen. Je öfter du das machst, umso besser wirst bei du. Bei mir ist er nicht. Der Ball ist bei jetzt euch. Ist er bei uns, ja. Jetzt muss ich auch mal ganz kurz den Zipper aufmachen. Moment, ich krempel mal hoch. Kreide? Kriege ich Magnesium oder so? Schwitzen deine Hände auch schon so? Nein, pass auf. Leonhard hat uns ja ausgestattet. Ah, ja, aber sie haben uns nur Gummibänder gegeben. Ah, Leonhard hat uns ausgestattet. Wir haben Gummibänder? Wir haben so viel Zeug bekommen. Was haben wir? Zeug bekommen. Die Gummibänder, was? Will keine Gummibänder. Flo und Paul ausziehen? Ja, die müssen auch. Achso, ja, wir hatten auch einen Teil. Pass auf, das ist Variante Nummer 1. Ja. Kickt sie gerne einen Teil Kannst aus? Du die um den Griff rumwickeln? Nee. Und dann ich gern was für die Hand. Ich würde ungern meine Griffe breiter machen. Ja, das ist, mach doch den Griff auch breiter. Nein, will ich ja nicht. Ach so. Okay. Kann ja noch schlechter greifen. Kein Griffbrenner. Ja, dann müssen wir uns, Golfhandschuhe werden gerne benutzt, oder? Aber ich darf, also sag doch, ja, beantworte meine Frage, ich darf nicht Magnesium. Ja, kannst du machen. Klimmzüge oder sonst kannst was. Kannst du machen, aber es ist halt eklig. Ja, ich frage ja, wenn du sagst, nee, dann nicht, beantwortet ja meine Frage. Also Handschuhe wäre geiler. Magnesium macht halt Dreck. Ja, natürlich macht's das. Sehr gut. Stell dir mal schräg zum Ball. So, nee, so, dass du so machst. Ich glaube nicht, dass das reicht. Lass mal los. Nee, geht nicht. Okay. Nee. aber auch. Kannst du, Puss? Das war ja geil. Ich glaube, das hätte nicht gereicht für eine Kerze. Das glaube ich auch. Ich möchte bitte nicht auf meiner Geburtstagstorte Kerzen haben. Dankeschön. Ich glaube, es geht schon. Ich glaube, Anne muss dringend mal zum Pulmologen, Alter. Alles ist ja bei mir. Okay. Oh, jetzt wirst du, warum wirst du denn jetzt so schnell plötzlich? Okay, ich merke schon, bei Paul muss ich anders stehen. Ich war jetzt voll im Ehrgeizmodus, weil sie so schnell geschossen hat. Oh shit, den hab ich losgelassen. Soll ich boosten? Dankeschön. Oh, gut geblockt. They call me Cockblock for a reason, Olli. Auch einfach Cockblock. Anne, du machst es so gut. Also wirklich. Ich bin mir nicht sicher, ob du mich... Nee, ich meine das ernst. Du stehst da einfach wie so eine Mauer. Der war gefährlich, war der. Oh. Hälfte war noch... Nee, wobei, wir bleiben so noch, oder? Dieses Spiel. Ja, das Spiel ist extrem ausgeglichen. So. Ich hab meine Seite, ich hab auf mich selbst geschaut. Ach so. High five. Ach so, wir jetzt hier? Nee, bei mir. Ich war nur gerade wirklich mit dem Chat beschäftigt. Aber Anne stark. Oh, stark, Flo. Du musst ihm mehr Angst machen. Geht so. Und eins. Okay, wir tauschen einmal. Dann hast du aber hinten schon gespielt. Durch? Ja, da so, ist viel mehr Verantwortung bei mir. Ja, nee, das ist okay, das schaffst du. Ich möchte nicht, dass Paul dorthin kommt. Ah, das ist schon okay, das schaffen wir. Hä, wieso? Aber die haben doch gerade nicht 7-1 gegen uns. Fünf. Deswegen ist der markiert. Das geht immer bis 5, glaube ich. Dann wozu sind die anderen? Nee, weil du bis 7 spielen willst. Deko. Oder Verlängerung. Okay. Bumm. Ich habe das ja schon vor den Pub-Games angekündigt. Alles gut. Ich bin halt wirklich
echt schlecht im Tischkickern. Ja, aber du bist ja nicht alleine. Nee, aber ist halt schon auch hinderlich, wenn du mit mir im Team bist. Na, aber wir machen das ja eh so, also falls die Leute es nicht wissen, wir sind ja immer Dreierteams und wenn ein Tor fällt, rotieren wir weiter. Das heißt, keiner kann seine Position festhalten, keiner kann, und alle sind mal dran. Also du kannst jetzt auch nicht sagen, oh, ich nehme die, der gut kickern kann. Ja. Das ist schon ziemlich ausgeglichen, glaube ich. Und ich glaube, da sind ganz viele dabei, die nicht so gut sind. Das tut mir so leid. Alles gut, Schatz, ey. Alles gut, so, ja, und dann sitzen wir im Auto. Und dann sind wir zu Hause und dann verprügelst du mich. Kannst du nicht hier so häusliche Gewaltwitze machen, bitte? Dann bekomme ich alle Regeln vorgepredigt, so worauf ich achten muss. Ich sehe es schon kommen. Das ist das Problem. Ja. Ja, du kriegst einfach nur die Regeln gesagt, so dauerhaft. Ja, und die ganze Zeit Tipps, was ich dann besser mache. Oh, das. Nice. Das ist bei uns? Ach, bei ja. I'm sorry. Oh. Das hat gar nicht funktioniert. Nee, aber du musst da jetzt noch ein Tor machen. Mhm. Anne, gleich, wenn du deinen Schuss gemacht hast, wäre gut. Oder... Die Panik. Mama nicht. Oh, so, mach Druck jetzt. Ich versuch's doch, Paul. Schöner Safe. Ich versuch's doch, Paul. So, ihr habt ein Tor geschossen eben, Anne. Ne? Das würde ich mir schon das anrechnen. Achtung. Cool. Boom. Oh, mit Spin jetzt. Gefährliche Banane. Oh, jetzt hat er dich. Vorgelegt hat er an sich. Gut. Alles gut, Schatz, du machst das gut. Du musst ja auch üben. Paul? Ich hab ihn. Auch zu ruhig einfach. Ja. Oh, sehr gut. Bei uns? Sorry. Ja, mach Druck jetzt! Ja! Bau ihn auf, den Druck! Oh! Und er wollte! Der war gut. Du hast ihn jetzt! Fieser Winkel, eins dieser. Hör auf zu blocken jetzt! Hund! Aua! Ich bin abgerutscht! Oh, war ein bisschen Banane drin, sehr schön. Was heißt Banane? Oh, der hat ein wenig Effet. Oh, wie er den geblockt wie der Killerblocker ist. Ich krieg den vorne einfach nicht. Den wolltest du machen, ja, Paul? Den wollte ich machen, ja. Boah, Alter. Der Olli da immer so drauf rumhämmert. Ich tilte. Ich bin wirklich... Oh, schön gehalten. Mir fehlt halt die Ballkontrolle mittlerweile, ne? Ja, das muss hier noch eingespielt werden. Ist ja auch ein ganz neuer Tisch. Ja, der rollt wirklich so sauber. Absurd. Flo, jetzt? Ja! Oh Gott, ich hab mich... Nein, ja, hab ich gesehen, aber war schön. Wie immer gemein. Stand er sich selbst im Weg. So. Ich mag Paul nicht. Okay, wir tauschen jetzt. Ja? Wir haben gewonnen. Ich mag Paul noch weniger. Ach so, wir tauschen. Ja, wir tauschen ja auch. Wir haben eben nur nicht getauscht. Ich mag Paul wieder. Du spielst lieber vorne, oder? Ja. Oh, ich habe ihn nicht bekommen. Oh, danke. Ja, Gott, ich stand seit der sehr lieb. Dankeschön, Paul. Gerne. Ich stand seit der dritten Klasse jeder nicht mehr. Jederzeit, Paul, jederzeit. Ja, oh, sehr freundlich auch. Den habe ich nicht kommen sehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Der war aber genauso wie der eben bei uns. War ein guter Rückpass. Ja. Das ist so viel Sinn. Oh. Sorry, ich hab gerade ein bisschen Spaß. Schön, Flo! Oh, ich war dran und der ist wieder abgeprallt. Hast du gesehen? Ja. Riese. Ist mir eben auch passiert. Oh, alle. Nein! Hab ich. Kein Problem. Hab ich, ist auch so gut. Oh. Komm, du kommst dran. Nee, kommst du nicht. Okay, das war nicht mit Absicht. Aber es war schön. Oh, hab ich den verkackt. Snapshot. Ja. Ha! Ha! Ah. Au.
Was sind die meisten Verletzungen bei diesem Sport, frage ich mich. Handgelenk. Ich gebe zu, ich habe wenig zu tun. Meine Aufmerksamkeitsspanne sinkt. Das passiert. Ich werde wahrscheinlich den nächsten Ball, der hier in meine Hälfte kommt, gar nicht mitkriegen. Oh Mann. Ich wechsle ja danach nochmal. Nochmal? Ja. 1-1 machen müssen wir. Nein, müssen wir nicht. Nee. Ich warte. Ja, aber genauso komme ich mir auch vor. Oh. Ich weiß auch nicht warum. Oh, schön. Oh, Nichan. Oh. Oh, was? Da war ich viel zu langsam. Ah, oh Gott. Die Panik. Die Panik. Ja, ja. Ja, nein. Oh, ja, nein. Oh, ja. Oh, Gott. Also, du musst sie hochnehmen, ne? Ja. Oh, der Abpraller wieder. Mann. Oh. In der Slow-Mo hat man gesehen, dass ich ihn Ja. Oh, komm, wir bleiben auch noch einmal so. Ja, mach mal, du hast da vorne Spaß, das ging auch schnell. Oh. Oh, nee. Oh, jetzt sind hier zwei so eine. Jawohl! Bam, Junge! Haben wir den gemacht! War quasi meiner. Meine Wand. Ich habe nicht genug gewinkelt, das tut mir leid. Muss einfach jeden Erfolg für sich deklarieren, wenn es geht. Immer. Dürfen meine Spieler nicht ein bisschen übergewichtig sein, so ein bisschen mehr oder so? Sorry, das ja, das war breiter. Ja, komplett asozial gerade, ist mir aufgefallen. Ich glaube, wir werden hier gerade auseinandergenommen. Oh, alles gut. Schatz, Spielspaß steht im Panik, Panik, Panik. Ah! Siehst du? Der Schrei war wichtig. Aber gut, hat mir gefallen. Auch wirklich, wenn Olli mit dem Ball hier vorne ist, ist ein bisschen Schlachtbank-Feeling auch. Verstehe ich. So ein Pferd, was sich bei Olympia hat Knie verknackst. Und dann, oh, Ecke, Black ne? Beauty, wir lieben dich, aber leider musst du heute zur Lasagne. Leider musst du Lasagne her. Hm, warte, das kostet 400 Euro so ein Gips für ein Pferd, das ist ja blöd. Wir bringen es um. Oh, sorry. Jawohl! Boah, was ein Ding, du! Ich stand sicher, aber ne, hat er gute Ecke gesehen, der Mann. Stark. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass du gegen den Einwerfer so spielst, Olli. Oh Gott, den habe ich fast durch die Wand gespielt gerade. Mana, mana. Mana, mana. Hau her, das ist dreckig. Nein, ich komme nicht mehr ran. Hau ihn an. Eckball, gibt Eckball. Hä? Anna wäre doch dran gekommen. Ja, glaube ich auch. Ja, 100 Pro. Rückpass. Taktisch. Taktisch vorbei jetzt. Machen wir. Boom. Hab ich nochmal zu dir gespielt. Ja. Jawohl! Da war einer dran. Sehr guter Rückpass. Paul, sehr guter wie viele Rückpass. Kicker, wie oft hast du schon gespielt? In meinem früher super viel und jetzt seit 10 Jahren nicht mehr halt. Aber früher... Ah, die Skills sind noch da. So, naja, nicht im Vergleich zu dem, was ich mal konnte, aber so ein bisschen... Oh, der war gut. Oh, der war schlecht. Oh, der war richtig schlecht. Jawohl! Gut, die langsam sind. Die langsam sind die schlimm. Ja, es war. Ja, wollt ihr mal durchmischen? Jos, komm Anne. Wie beide? Komm Anne, hierher. Let's go. Hä? Willst du hinten oder vorne? Okay, gut. War schön. Okay. Ach so, geil. Ich wollte mit Flo, aber okay. Ach so, ja, dann, sorry. Alles gut, machen wir nächste. Ich dachte tatsächlich, dass Olli ich die unfairste Kombination sind. Ja, hätte ich aber nicht schlimm gefunden. Machen wir nächste. Okay. Weißt du, ihr habt dann aber, so eine Art Aufbauspiel. Aber weißt du, der Vorteil ist, wir führen gerade 2-1. Unsere Seite. Oh. Ah. Da, Olli. Ist geil, danke. So, bist du bereit für einen Pass nach vorne? Ja. Pass auf. Stell die Figur mal so schräg nach vorne, dass sie hier in der Ecke ist. Und jetzt noch nach vorne, dass der Ball nicht vorbei kann. Alles klar? So passe ich dir den Ball. Okay. Oh, oh danke. Oh, stark. Gosh. Ich hab das Gefühl. Da ist der erste Ball raus. Da ist der erste Ball raus. Gibt das einen Strafpunkt hier? Dafür sind die hier. Nee, aber. Wenn der zweite Ball rausfliegt, bist du raus. Ja, ist richtig. Nee, verloren. Verloren auf dem Leben. Nie wieder kickern. Nie wieder. Verloren auf Leben. Oh Mann. Er hat auch einfach auf Leben verloren. Ich kann leider bei den Pubgames nicht mitmachen. Weil ich habe auf Leben verloren. Hä? Ja, es sieht so aus, aber es ist nicht so. Es sieht so aus, aber es... Oh, das ist ganz anders. Ich nochmal schön hingestellt. Ja! Oh. Fast hätte ich auf Leben verloren, hast du gesehen? Ja. Ist schon gesprungen, die Sau. Ich hab's gefühlt. Oh,
Mir leicht weg, leicht entglitten der Ball. Oh, danke. Oh, das ist ja nett. Und jetzt mach Druck, Anne. Mach Druck. Guck mal, er hat Angst. Da, weiterspielen. Boom. Oh, hat er gesehen. Das hat er wehgetan. Der war richtig stark. Beim Hören schon. Und wie das? Nee. Das war so dieses Zeitfenster, wo du weißt, so, das ist gut. Nein. Oh, Shark. High five. Da habe ich nicht gerechnet. Er war so schnell. Achso. Nein. Schön. Oh, gesehen und versenkt. Tut mir leid, ich hab Habe ich gesehen, dass die Hand zu dir hast. Komm noch einmal die Skills. Aber auch ich bewege den Torwart die ganze Zeit nicht. Das ist ein Riesenfehler. Hast du gesehen? Das ist meine Zermürbungstaktik. Zermürbungstaktik ist gut. Mhm. Ich nenne sie mal schön trifft geworden. Er den Ball, mal nicht. Oh, Paul, gut gestanden. Niemand weiß wann. Gut gestanden, Paul. Oh, da habe ich zu hoch gespielt. Das war meine Schuld. Diesmal stehe ich richtig für Paul. Ja, habe ich gesehen. Okay, sorry. Nee, der ist zu gerade. Das klingt so komisch, aber... I know what you mean. In der Kneipe hättest du das nicht, weil der ein paar Ecken und Kanten hat. Die kommen auch noch rein. Na, später. Oh, Digga, ich habe den drin gesehen. Ich war gar nicht mehr ready. Ja, Paul hat auch das Todesgrad gut reagiert. Alter. Was? Mach mal nicht. Na, nein. Ja, schön. Ah, ist gut. Alles genau gelaufen. Das war ein Rücken, jetzt hast du. Der war geplant. Ja, jetzt. Und da ist die Lücke. Bau Druck auf. Du schaffst das, Anne. Haben wir jetzt. Druck ist da. Druck ist da. Druck ist da. Jetzt müsstest, wenn du jetzt noch mit deinem Sturm nachgezogen hättest, wäre krass gewesen. Wenn ich da Schwung drauf kriege. Ja, nee, ich meine einfach. Oh Gott. Der hat mich gerade aus allem genommen. Oh. Danke. Danke. Oh, Verzeihung. Das Ding ist, als früher alle mal... Jetzt kam er von da. Interessant, Paul, interessant. Ich wollte nicht zu null verlieren. Ich hatte Angst. Olli, so, jetzt kam er von da. Ich so... Was? Er hat ihn, statt ihn schräg runter zu spielen, wie er es immer macht, hat ihn jetzt schräg über die Bande geschossen. Noch Ball, theoretisch. Deswegen weil ich sie weiter runterziehe, nach oben offen. Paul spielt auch sehr taktisch, muss ich sagen. Der achtet genau drauf, wie steht jemand. Als früher mal alle Tischkicker gespielt haben, habe ich halt immer Bier getrunken. Ich habe da gefehlt. Gleichzeitig. Ja, gemacht. Genau, wollte ich auch gerade sagen. Du kannst das ja beides gleichzeitig machen. Das willst du nochmal den gleichen machen, Paul? Nee. Fünf! Boom! Wow! Boom! Das war ein Luckshot. Aber der war gut. Der war aber cool. Wir haben jetzt Kind bei mir hier. Im offiziellen Sport wäre das ein Foul. Ja, ich glaube auch. Also würde ich. Nee, also dafür. Nee, war schön. Für einen Foul war er zu cool. Saftig. Für einen Foul war er zu cool. Jetzt habt der ihr. Ist bei euch. Stimmt. Ja. Okay. Ich bin auch nicht vorbereitet. Das ist ja, ich habe das gleiche Problem wie Olli. Guck mal, Anne, hier lang oder da lang? Mach mal da lang. Dass ich die Schüsse aus der Mitte. Das sind die schlimmsten. Ja, das sind die dreckigen. Ich habe halt nicht so viel Schwung dahinter. Das kommt noch. Du machst es ja. Das ist Technik. Ah, hast du jetzt? Oh ja, die langsamen kann er nicht. Schade. Ja, mach Druck jetzt. Nee. Gut gemacht. Doch, doch. Er hat Angst. Hab ich. Ja. Ich möchte gerne ein Tor gegen Olli haben. Okay, dann kommt jetzt ein Pass. Oder auch nicht. Na, der war zu sanft vielleicht. Da, jetzt locker flockig rüberziehen und reindämmern. Ich versuche dir erstmal ein bisschen mehr so. Hämmern meine ich natürlich. Nee, dämmern. Langsam. Langsam und bedächtig. Jetzt gibst du ihn nach vorne und ziehst mit dem Sturm nach. Elegant? Ist das hin? Ja. Bumm! Oh, ein bisschen schneller, aber das war gut. Hättest nur ein Ticken schneller sein müssen. Frech, Olli. Absolut frech. Stell mal vorne, so wie ich dir gezeigt habe. Schade. Und jetzt! Stanze. Bisschen schräg noch nach vorne, weil dann bleibt er bei dir hängen. Genau, wenn du genau den richtigen Winkel hast, dann. Ja, da tut mir leid. Leider verloren auf Leben, Alter. Leider verloren auf Leben, Paul. Ich verstehe das mit der Schrägen, weil du dann schneller dran bist. Ja. Aber mach lieber so. Lieber so? Weil da, ich schieße halt so über aber dich ich rüber. Ich habe das Gefühl, ich bin so langsam. Ach so, du nutzt sie als Rampe. Ja, ich habe sie als Rampe benutzt jetzt zweimal. Das? Hier, die haben. Nee. Ich habe den rausgeschossen. In die Ecke. So? Ach so. In die Ecke. Nein. In die Ecke und ins
einfach geworfen. Ah, schön. Schöner Schuss. Wieso denn? Hast du gesehen, da ich stand richtig, aber habe mich erschrocken, aber wieder richtig positioniert. Ja, das war witzig. Nein, nein, nein. Oh, der kommt. Den habe ich fast drin gesehen. Ich kann da nichts machen, ne, wenn er so mittig kommt. Oh, komm. Ich hätte wieder höher sein müssen. Ja, alles gut. Ich habe auch scheiße geschossen. Und jetzt du. Jetzt kommst du. Boom. Ah, ich habe den schon gesehen, die Rakete. Ich habe den Donnerkeil. Eieiei. Oh, Mann. Fahren. Danke. Oh, was? Ja, war schön, Paul. Ja, den hättest du nicht haben dürfen eigentlich. Warum bist du jetzt so? Mach mal was. Du machst mir ein bisschen Angst. Du musst übrigens... Ah, ja. Oh. Gott sei Dank, weck mich, wenn es weitergeht. So viel, du musst das Mittelfeld nicht so viel bewegen, weil dann kann ich mich an deinem Mittelfeld orientieren, wo ich mich hinstelle. Digga. Also ein bisschen hin und her ist gut, so, dass wir so ein bisschen zusammenflohen. Aber keine Zuckbewegung. Wenn ja. du da zuckst. Schön. So, wir haben 4 Runden gespielt. Ich ja. geweine. Wieso? Du warst langsam warm. War gut. Ich muss viel üben. Chat, ja. Mich würde an der Stelle erstmal interessieren, könnt ihr das Spielgeschehen gut verfolgen? Ja, wir, also es ist jetzt nicht so, dass wir hier ein krasses Setup aufgebaut hätten dafür. Wir haben einfach schnell mal unsere Kameras umgestellt. Aber konntet ihr jetzt schon das Spielgeschehen gut verfolgen? Ja. Ja, echt, ja. So. Sehr gut. Das freut mich. Das freut mich. Ja, aber dann müssen wir wirklich darauf achten, dass wir strengst verbieten, dass Leute drehen, weil dann wird das wirklich so ein langsameres. Nein, drehen gibt's nicht. Ja, dann wird das wirklich so ein langsameres wie gerade eben. Und das ich glaube, zum Zuschauen. So nicht, sondern wenn das, das ist nicht erlaubt. Ich glaube, zum Zuschauen ist das wirklich geiler, wenn da so Anne und ich hier spielen, die halt wirklich so. Das ist auch eher das, was passieren wird. Kurbeln ist halt grundsätzlich verboten bei uns in den Regeln, sonst sind wir da sehr offen mit allem, aber. Aber das geht nicht mit der Linken. Mein Link ist dafür nicht in der Lage. Der Jet ist, wenn du den Ball hast und hier runter gehst an das Handgelenk und der Linke geht in die andere. Mit der Hand fängst du dann, hast du keine Runde gedreht, aber machst du schnell. Die geht runter. Es ist jetzt an der Zeit zu sagen, dass ich meinen kleinen Finger nicht mehr beugen kann. Es gibt auch einen Pinch-Shot. Das ist nicht schlimm. Da rollst du runter. Mach mal die Hand auf. Ich kann auch, guck mal, ich kann auch theoretisch den Ball mir hier hochspielen, dann kann ich ihn hier in der Luft halten eine Weile, dann switch ich hier rüber, spiele nochmal zurück, greif zu dir rüber. Machst du halt einfach so. Das wäre auch ein Schuss. Doch. Früher konntest du das machen. Ja, doch, kann ich. Hochheben. Ich kann ihn auch zwischen, ich kann ihn hier halten, dann kann ich so doll drücken, dass er gesqueezed und dann verfolgt. Kann man vielleicht noch ein bisschen höher. Ja, dann springe ich hinterher. Event kriegt ihr die von oben. Hinata-mäßige Angabe. So ist es. Beim Event kommt die von oben. Beim Event habt ihr noch viel geilere Kameraperspektiven, aber wenn ihr jetzt schon gutes Spielgeschehen verfolgen könnt, das ist dann natürlich super. Kannst du nochmal auf die 5 gehen, bitte? Ja, das würde ich gerne mal auch sehen. Ah, was macht denn die 1 eigentlich? Die 1 geht von der anderen Seite, oder? Ah ja. Ja. Prima. Ja, ja. Ja, war doch gut. Ja, ich würde auf jeden Fall eine Straight von oben machen wir fürs Event. Ja, damit man ganz genau so eine taktische hat, wie beim Fußball. Geil. Bin immer noch für die Idee mit den Torkameras. Ey, ihr wisst nicht, mit welchem Tempo teilweise die Bälle gespielt werden. Ja. Also, die kaputt, Kameras oder? Würden in den Arsch gehen, du. Ja. Aber außer so eine Osmo. Vielleicht könntest du eine hier so schräg durch welche. Oder so. Ja. Ja, aber ich glaube, die Perspektiven, wenn da, also gerade, das hatte ich ja, zumindest habe ich das zwischendrin gesehen, wegen Thema Mobile, wenn hier jemand im Sturm den Ball hat und du von hinten mit der Mobilen dann drauf bist, dann ist das zumindest eine Kamera, die cool ist. Das heißt, ich würde die zwei mobilen Leute auch immer links und rechts einfach vom Tisch stellen. Könnte man machen, ja. Weil du kannst sehen, es wird viele von uns geben, die hier, die gerade im Sturm so ein bisschen rumhaspeln. Ja, auf jeden Fall. Wie ist es denn tatsächlich mit den Nahperspektiven? Hat das gut funktioniert im Spielgeschehen, wenn wir konzentriert waren? Konnte man gut auf uns schalten? Die 3 und die 4? Ging das? Ist jetzt, muss man natürlich jetzt. Weil das ist ja beim Kicker natürlich schon ganz interessant auch. Das Tischgeschehen und das Spielergeschehen ist, glaube ich, das Spannende. Okay, ja, dann tragen wir den Tisch einmal wieder raus. Ja. Haben wir den jetzt das erste Mal tatsächlich hier bespielt. Sehr geil, hat Spaß gemacht. Warte mal, Anne, geh mal an eine Ecke. Wir machen das zu viert. Hintern ist gerade im Bild. Ja, das passiert hier öfter bei uns. Okay. Hast du extra angemacht für uns? Warum kommt das gerade? Ich habe nichts gedrückt. Aber es ist Red Jumpsuit Apparatus, ist also ein fantastischer Song, von daher. Werden wir erstmal hier. Okay, ich danke fürs Mitspielen. So, viel Spaß wir noch. Danken fürs, wir danken bedanken fürs Mitspielen. Tschüss, Chat. Wieso ging das an? Hä?
So. Okay. Ey, wir stellen den nachher noch ordentlich weg. Hilfst du kurz vom Tisch? Ja. Sehr gut. Wo ist denn mein... Ich glaube, das passt, oder? Ja, sieht gut aus. Ja. Sehr schön. Freunde, es hat Spaß gemacht. Mit können wir noch ein bisschen an dem Speed Oil schnüffeln und dann... Ja, Speed Oil schnüffeln ist eine gute Idee. ich bin auf jeden Fall froh. Wir müssen erstmal wieder ein bisschen... Ja, die Nahen auch um. Und ich mach das mal kurz. Domo braucht sicherlich kurz noch eine Regie. Dann mache ich hier mal... Ja, musst du sich aus seinem Rig rauspellen erstmal. Ey, aber das ist echt cool, Mann. Das Ding sieht geil aus. Ja, der sieht wirklich nice aus, muss ich auch sagen. Sehr, sehr schön. Wie spät haben wir es denn eigentlich? Wir haben es 11:47 Uhr. Ach, das ist ja eine ziemliche Punktlandung auch, ne? Wofür? Fürs Leben. Nee, das hast du verloren. Das stimmt, ich habe ja zweimal raus. Spielen wir noch World zum Abschluss? Ja, klar. Oh Gott. World machen wir dann noch. Ach so, Wordle, ich habe... schlimmer. Ich habe an das Autorennspiel gedacht. Haha, ja, auch gut. So. Er heißt schon jetzt anders. Ja, das ist ja jetzt, Wie groß bist du denn? Wie heißt das? Das hat einen Namen. Ja, was? Grind Games? Nee, was? Grind Games, ja. Was stand denn da oben gerade? Du brauchst einen ganz speziellen Controller für. Was stand denn da oben gerade? Griddle Games, glaube ich. Grid? Grid Games? Das sind einfach Grind Games, Digga. Ich habe den Flüstermodus eingeschaltet, indem ich einfach mein Mikrofon ausgemacht. Dr. Freud war ein Billardtisch. Nee. Ist nicht so, dass wir nicht überlegt hätten. Ja, aber nee. Aber Büro irgendwann auch voll Freud. Wir starten mit Freud. Freud geht leider, Mann. Ich nehme da nicht. Das ist echt schade. Das ist ja ultra beschissen. Ultra. Nimm Ultra. Wir können auch Freud nehmen. Wir können auch wieder Adieu nehmen. Aber hier wiederholt sich ja auch nichts. Mach was Neues. Gibt's auch nicht. Ihr seht nichts. Ja, Leute, ihr seht nichts. Das ist korrekt. Domo ist sicherlich dran. Es wurde kurz abgewählt. Wir haben Pizza bestellt. Auch für dich mit. So. Ich habe 11 Pizzen für den Termin bestellt. Dann holen wir keine Knabbersachen. Oh. Alright, Startwort. Achso. Apfel? Apfel auch neu. Ah, haben wir noch nicht. Bauen wir. Wäre sogar grün. Ja, das wäre schlimm, also, stimmt. Wir haben auf jeden Fall ein A an einer anderen Stelle. Ja. Brate. Nee, ist ein E bei, das geht nicht. Bote. Das ist Doppel-O. Auch ein E. Ja. Es ist beten. Nein, natürlich ist es nicht. Wieso bin ich bei Beep? Parke? Nee, auch ein E. Panne. Panne, auch Brand. Ein E. Brand. Ist ja auch ein P und ein E drin, Brand. Alter. Brand haben wir noch nicht. Brand? Die kommen alle noch nicht vor. Ja. Nee. Okay, cool. Ah ja. Aber wir haben das. Donau. Es könnte da... Donau. Nee, Donau ist es logischerweise nicht. Es ist ein N. N, ja. Es ist Do... Dobrindt. Kuh. Irgendwas mit DA könnte es sein. Dame? Wie. Nee. Was ist mit Dax? Dax? Dax, der Dax könnte. Ja, Dax ist ja, stark. Ja, haben wir ein S aber noch nicht gehabt. Oh. Aber DA war richtig, da hat man einen richtigen Call. Okay. Dattel? Nee, Duck. Dato. Da. Es könnte auch ein zweites Mal ein D sein. Daten? Ach, dann geht auch nicht. Nee, EN, vergiss es. Datum. 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 Ja, Datum. Datum ist mega. Datum ist stark. Datum ist it. Datum. Oh nein, was? Daten? Nee, geht ja auch nicht. Hä, bitte, was? Datei. Dativ, das Dativ. Dativ, ja, natürlich. Dativ? Jawohl, ja. Stark. Das ist sehr gut, Freunde. Haben wir krass schnell gelöst heute. Naja, ging. Ich hätte gedacht, wir kommen früher drauf, aber das war... Machst du noch ein Community-Word? Ja. Eigenes. Ich habe eine gute Idee. Nimm Dativ. Da kommt keiner drauf. Wie dreckig. Gut. Ich hoffe, es konnte keiner am Stream sehen.
Ach, von da oben? Ja, stimmt. Ja, ich glaube. Maybe, maybe. Hier, Freunde, hier kommt der Link. Ihr könnt mitraten. Wir haben eins für euch gemacht. Ja, es ist. Sehr gut. Eieiei. Ey, Folks, ey, beim Kickern vergeht die Zeit, ne? Krass. Macht echt Spaß. Aber schön. Also nochmal an der Stelle, vielleicht kannst du mal ganz kurz auf die Leonhard-Webseite gehen. Und an der Stelle können wir ja nochmal. Wie hart ich mich verschrieben habe und wie es trotzdem kommt. Könnt ihr wirklich mal super, super gerne auf die Webseite von Leonhard gehen, weil wenn ihr eine Kicker braucht... Ich glaube nicht. Ich glaube, sie haben... Oh, doch. Doch, sie, doch, sie lädt. Hat sie nur lädt. Ewig geladen. Ja, ja, ja. Geht da gerne mal rauf. Es ist original-leonhard.com. Leonhard schreibt sich mit T. Wir machen euch für die nächsten Streams auch noch einen schönen Command fertig. Und da könnt ihr euch Kickertische in verschiedenen Ausführungen bestellen, also die haben auch günstigere. Ja, also wenn ich jetzt sage, wir haben jetzt einen Profi-Kicker-Tisch, ne? Aber es gibt auch Einsteiger-Kicker. Und das Geile bei Leonhard ist, wir waren ja vor Ort, ihr werdet es in einem Video noch sehen, die machen alles per Hand und die machen alles selber bei sich im Werk. Ja, also Mann. Das heißt, dass jeder Handschritt wird von einem Menschen durchgeführt, wird per Hand gemacht. Und das heißt, ihr habt bei denen sowieso schon mal den riesen Vorteil, dass wenn ihr euch einen Kickertisch kauft, dass der sowieso qualitativ viel besser ist als andere in dieser Preiskategorie. Und jedes Teil wird auch da hergestellt. Genau, und wir haben auch den Verantwortlichen für den Leon, für den Leo Tackle kennengelernt, der den macht, der sich den ausgedacht hat und auch die Produktion sozusagen übersieht. Dass der Leo Tackle ist der Einsteigertisch, ist der günstigere. Das heißt, wenn ihr sagt, ich hätte ganz gern wirklich auch mal einen qualitativ guten Kicker zu Hause, will aber jetzt muss kein Turniertisch sein. Ja. Leo Tackle, absolut wirklich für tolles Starter. Produkt. Starter, ja, absolut. Ist es halt. Und du hast halt wirklich, also ich meine, man sieht auch. Es gibt auch Special XXL Ticker. Ich weiß nicht, ob ihr das noch, ob ihr euch noch dran erinnert, aber bei Schlag den Raab gab es auch mal diesen ewig langen Kickertisch. Mhm. Den haben die auch gebaut, natürlich. Film absolute Giganten. Ja. Auch der Kickertisch von denen. Das war ja eine lustige Geschichte, ne? Ja, müssen wir nicht drüber reden. Da gibt es auch Special XXL-Kicker. Mal gucken, was die da so haben. Jetzt sind natürlich wieder viele Leute auf die Webseite gegangen, Freunde. Dr. Freud DDoS Service ist am Start. Also, wenn einer von euch sich mal im Leben überlegt, ich nehme jetzt mal 2K in die Hand und hole mir. Oh, guck mal, der XXL-Kicker. Alter Falter, ist ja riesig. Und hol mir. Ach, guck mal, das ist ja smart. Ja, Mann. Für Leute mit Rollstuhl. Oh mein Gott, wie schlau. Ja. Ein Wheelchair-Kicker für Leute, die im Rollstuhl sitzen. Voll smart. Der XXL ist ja übertrieben. Der ist geil. Nice. Die haben mal für Schlagzeug wirklich einen. Der war zehnmal so lang wie das. Ja. Das war richtig witzig. Alter, überleg mal, da können eins, acht Leute zwei, ran. Drei, vier. Ja, acht Leute ist gut. Und guck mal, du kannst es halt unendlich erweitern, glaube ich. Das ist deren System. Das können acht Leute auf eine Seite, Paul. Nee, vier. Nee. Sind acht Griffe. Ja. Du spielst doch nicht Einzelhand. Es könnten 16 Leute an diesem Tisch stehen, das, Paul. Ja, es könnte. Wir haben damals bei uns in der Firma, haben wir das auch mal schon gemacht, wenn alle Leute kickern wollten, hat halt jeder eine Stange genommen. Das geht schon. Das ist auch sehr witzig. Nice. Könnten auch überlegen, ob wir so einen Spaßmodus machen. Kannst du richtig den Mann im Tor ankacken, Alter. Ja, sehr geil. Freunde, wer von euch übrigens ein bisschen Kohle verdienen möchte, Leonhard baut die natürlich auch mit Münzzähler, falls ihr die irgendwie in eine Bar stellen wollt. Falls ihr eine Bar habt oder falls ihr eine Firma seid oder sonst irgendwas. Vor allem, und das ist ja meistens. Stimmt, es wäre voll clever eigentlich gewesen, wenn wir den mit dem Münzzähler hier hingestellt hätten und immer, wenn irgendjemand kickern will, muss er halt einen Euro. Das können wir digitalisieren, direkt vom Gehalt weg. In unserem Büro auch wahrscheinlich. Am Ende nur hier, Shirin, pass mal auf den Schlüssel auf. Und dann ist es auch gut. Freunde, also gerade wenn ihr für eine Firma arbeitet und da jetzt die Wahl ansteht, so hey, wir wollen einen Kickertisch für die Firma haben, ist ja in Deutschland nicht unüblich, checkt auf jeden Fall Leonhard ab. Die machen wirklich, also wir haben uns selbst davon überzeugen können, das ist ein Familienbetrieb, die produzieren in Deutschland, es ist wirklich, besser wird's nicht. Ist so. Wirklich sehr, sehr schön. Das Video kommt übrigens wahrscheinlich nächste Woche, denke ich, ne? Okay, gut. Mal gucken, wir haben jetzt gerade einige Videos in der Pipe. Wir gucken mal, wann genau es kommt, aber es kommt wahrscheinlich nächste Woche. Vielleicht auch am Wochenende dann, mal gucken. Aber dann seht ihr, wie Paul und ich wirklich einen kompletten Tisch von vorne bis hinten mit Hand angelegt haben. Natürlich nicht komplett solo, dafür sind wir nicht gut genug, aber ganz. Das Prinzip, wie sie die gebaut haben, ist halt so smart,
Ja, das wirklich, da greift wirklich jeder Schritt ineinander. Wirklich. Aber da kommt, ich glaube, vorher kommt unser, es kommt immer ein bisschen drauf an, ne? Aber wir machen einfach nächste Woche beide. Fibo und Dings. Absolut machbar, finde ich. Ja. Sollten wir auch tun. Das andere haben wir Falle. Easy. Welches Video da unten rechts gerade sehe. Das da? Einer von euch, mit Olli jetzt wahrscheinlich weniger. Irgendwer was von dieser Speed Week mitbekommen? Ja, auf der dann, haben wir. Dann auf dem Weg von Köln nach Bayern. War schon ein bisschen. Da war wirklich. Stand noch viele Einsatzwagen. Eine göttliche Stimme hat stetig gesagt: Mach mal nicht. Mach mal nicht. Ja. Ihr wart die Schrauben bringen durften. Nein, wir haben wirklich, ich habe sogar Silikon gezogen auf der Spielplatte. Ich habe verleimt. Du hast verleimt. Wir haben zusammen auch geleimt. Du hast die CNC-Fräse bedient. Ich habe tatsächlich auch die Grundform mitgebastelt, also den Korpus noch. Ja. Die Figuren haben wir aufgezogen. Spielfeld eingesetzt. Stangen bestückt, Spielfiguren aufgezogen und geölt. Also tatsächlich eigentlich, jetzt haben wir hier mit dem. Der einzige Schritt, den wir nicht gemacht haben, war diese eine Station beim Schleifen. Die Oberfläche nochmal glatt schleifen. Und wir haben nicht in das Spielfeld hier seitlich den Keil reingemacht. Die waren schon fertig, ne? Weil die müssen ja durch den Bauschaum, das muss ja eine Weile trocknen. Mhm. Klar. Also das sind die einzigen zwei Sachen, die wir nicht gemacht haben, sonst haben wir überall mit Hand angepackt. Und zwar auch so, dass sie uns das Werkzeug gegeben haben, gesagt haben, mach mal, ich guck zu. Ich mach dir das höchstens einmal vor. Du hast sogar bei der Folie mitgeholfen. Paul hat sogar beim Folieren mitgeklebt. Ja, das stimmt. Da, wo ich eigentlich nicht wollte. Ja. Aber die sind so top in ihrem Job, dass der zeigt dir das und dann helfen sie dir. Das ist so insane, wenn du dann so Leute dabei beobachtest, ne, die so Handgriffe haben, die so in Fleisch und Blut übergegangen wirklich sind. Boah, sowas fasziniert mich immer wie Sau. Ja. Wenn Leute so extrem routiniert sind, dass so alles sitzt und so ein Arbeitsablauf so perfekt ist. Ich gucke halt sowas so wahnsinnig gerne zu. Total, aber es war auch krass, weil die hatten unterschiedliche, also für die gleichen Sachen. Also je nach Mensch haben die halt unterschiedliche Handgriffe gehabt für die gleiche Tätigkeit. War echt spannend. Aber trotzdem auch sehr familiär da, das mochte ich wirklich gern. Also Freunde. Ne? Das war ja in den Calls auch schon immer so witzig, muss ich echt sagen. Sagen wir nochmal Dankeschön an Leonhard, wirklich, die das alles möglich gemacht haben. Ist so. Wir haben jetzt einfach einen super geilen Kickertisch, der gebrandet ist auch von uns. Guck mal, wie geil das im Büro aussieht, bitte. Ja, und ihr könnt mal auch suchen tatsächlich, wie man einen Kickertisch baut. Das ist ein React von uns auf eine ganz fantastische SWR-Handwerksdoku. Yes. Die waren da nämlich auch schon. Guckt euch die mal an. Kann man sich wirklich mal angucken. Da seht ihr, wie Olli davon schwärmt. Und dann könnt ihr auch ansatzweise nachvollziehen, mach warum der so happy ist. Mach mal unser React nochmal an. Ich würde mal, also zumindest 2 Minuten mal reingucken, weil das erscheint mir so surreal. Yeah. Das ist ja eigentlich noch nicht so lange her, dass wir darüber geredet haben. Vielleicht 3-4 Monate. Deswegen sage ich ich fand das so geil, dass das online kam und jetzt hier haben wir plötzlich einen Kickertisch von denen. Ja, sind nicht eingeloggt. Nee, wir sind nicht eingeloggt. Kurz Werbung. Geht gleich weiter. Muss noch nicht umschalten. Gönnt mal Werbung, Digga, auf Dr. Freud Reacts, Mann. Ja, wir gönnen ja Werbung. Ich meine alle. Ach so, ja. Gönnt auch mal. Werbepartner. Doppelt Werbung. Einfach richtig gegönnt. Wir geben uns jetzt nochmal Geld. Ihr könnt auch einfach reingucken in das Video und nochmal dabei sein. Mein Kopf schreit die ganze Zeit, boah, wie kann man YouTube ohne YouTube Premium gucken? Ey, die Leute sagen, wir brauchen nur noch einen Obstkorb, dann sind wir Premium-Arbeitgeber in Deutschland. Ja, das stimmt. Das war ein Snackbär. Snackbär, ja. Oh. Aber ist das jetzt das schon direkt der lustige Moment, ne? Das sagst du auch was zu meckern. Ja. Da ist mir zu viel Luft. Ein paar Sekunden später. Die Hohlräume an den Ecken werden mit Montageschaum aufgefüllt, damit die Und herzlich willkommen auf eurem absoluten Lieblingskanal für 360 Grad Unterhaltung. Heute geht's rein. Da ist er. Unterschiedliche Figuren und so. Ja. Und da standen halt auch Leonhard. Das ist der Chef. Ja. Hat eine gewisse Rauigkeit, aber auch keine Unebenheit. Das heißt. Die haben auch alle gescherzelt und haben gefragt, ob wir sie untertiteln werden bei dem Video. Ja. Weil die. Also. Es geht eigentlich darum, dass der Ball möglichst viel Grip hat. Aber auch nicht zu langsam wird beim Spielen. Das Geile ist, ist eine HPL-Platte. Ich erkenne jetzt jeden Ort in dieser Werkstatt. Ich weiß sofort, wo das ist. Insane, das Alter. Ist halt echt absurd, weil vor allen Dingen da, es ist einfach es ist gar nicht da aufgebaut, wo es eigentlich hingehört.
Das ist die CNC-Fräse. Ja, hier haben wir auch gestartet. Das ist das erste, da wird das Holz angeliefert und zugeschnitten auf die Plattengröße. Und direkt hier links daneben durfte ich dann schon den nächsten Schritt machen, nämlich die Grundsachen verleimen. Was richtig beschissen war. Die Farben sozusagen raufpressen und so, ne? Mit diesen HPF-Platten oder so? Irgendwie ja, irgendwie sowas. Aber du hattest so, ihr werdet es sehen, aber es ist so lustig, weil du hattest halt so eine lange Holzplatte und die schiebst du da durch und der hat unten halt ein Ding, wo der Leim dran ist. HPL, genau, danke. Und oben nicht. Aber du musst genauso schnell dann rumrennen und die vollgeleimte Platte dann fangen. Was? Ja, ja, ja. Hä? Also du musst dir vorstellen, das ging halt so durch die Dinger durch, aber es hatte nichts, sondern du musstest sie dann auffangen. Aber du kannst ja nicht runtergreifen, weil es ist geleimt. Du musst es an den Seiten festhalten, weil da ist dann Leim und ich bin wirklich so hingerannt. Ich habe beide Male reingegriffen in den Leim. Schön. Auch so volle Karate. Oh, herrlich, ey. Die Maschine halt war aber lustig. Automatisch. Ja, das ist hier, stimmt, das ist jetzt noch, die sind ja immer noch am Anfang. Und jetzt noch Customized. Customized, das kostet halt mehr. Warte. Der hat es so gut gemacht. Er hat es genauso gemacht wie da. Er wischt das immer am Bauch. Er hat das immer so am Bauch abgewischt vorher. Ja. Das da. Ich habe es auch am Bauch abgewischt dann. Ja? Aber das ist. Wäre schon geil. Das ist das Gerät. Aber bei ihm sieht es so locker aus. In echt. Aber du siehst ja auch, wie groß die Platte ist. Und er ist ein starker Typ. Ich nicht. Google das mal. Hör mal hin. Warte. Ja. Oder? Ja. Wäre schon geil. Ja. Dann können wir auch Kickermeisterschaften streamen. Das ist ja eine Geschäftsausgabe. Google das mal. Was kostet so ein Leonhard-Tisch? Das ist passiert, Freunde. Jetzt ist er hier. 3K kannst du zahlen, glaube ich. Ja. Also wenn du Turniertisch, Olli. Ja. Ja, kann ich. Olli, du kannst nicht alles aus den SWR-Dokus kaufen. Doch! Lass mich! Kann ich! Noch besser. Die Platten noch besser. Es sieht so langsam aus. Ich hatte richtig. Aber man muss auch sagen, da standen auch vier Leute daneben noch, an denen ich vorbei musste. Das hilft ja immer. Die Schwierigkeit on top ist, dass dieses HPL an den Seiten sauscharf ist. Du weißt gar nicht, wo du anfassen kannst. Hey Leute, wir wollen gerade selber googeln. Herzlich willkommen bei Dr. Freud DDoS Service. Auch wenn HPL starr und hart ist, der Untergrund muss absolut sauber sein. Schon kleinste Partikel führen sonst zu Beulen. Ja, ist halt echt so. Und das hier rechts ist übrigens, kleinste Partikel da wird es alles, warum pausierst du nicht Video? Hier kommen die dann alle rein und dann wird es richtig reingepresst. Richtig krass Hydraulikpresse. Achso, das Ding ist eine Presse. Ja, ja, das komplette Ding. Und er hat halt gesagt, falls ihr Terminator 1 gesehen habt, der wird da drin zerquetscht. Ich hab schon gespaßt bei den Azubis, ist das so, die müssen vorne einsteigen als Gesellenprüfung. Dann durchkrabbeln. Und dann schnell durchkrabbeln, wo das Ding so ist. Es ist halt wirklich einfach geil, das jetzt zu sehen, so. Ja. Weil es ist nur eine von 1, 2, 3, 4, 5 weiteren Hallen, die da aneinander sind. Und sie bauen halt auch Metall machen sie alles selber. Und für die Münzautomaten und Prüfer machen sie die Platinen das selber. Bauen sie auch selber. Echt? Das ist so krass einfach. Das ist 100%. War übrigens mein Highlight, muss man mal erzählen. Natürlich ist das eine Werkstatt, in der sehr viele Männer arbeiten. Natürlich hängen da auch bestimmte Kalender. Ja. So, aber. Wie in jeder Werkstatt. Ja, ganz normal. Kritisiere, aber ich fand ja geil, da wo die Platinen gebaut werden, arbeitet eine Frau, die das halt macht. Und da hängt auch ein Kalender. Aber Männerkalender fand ich sehr schön. Das war wirklich witzig, ja. So, gut, haben wir da nochmal reingeguckt, ne? Wirklich sympathisch. Ja, sind sie. Guckt euch den gerne nochmal an, Freunde, wie man einen Kickertisch baut, SWR Handwerkskunst. Den wollen wir auch haben. Kannst du den Titel bearbeiten? Haben wir jetzt auch? Ja, aber ich bin nicht eingeloggt. Ach, schade. Machen wir aber. Wir ändern den Titel. Können wir machen. So, jetzt die Frage. Den raiden wir. Lol, es ist Infinity. Kannst du die Szene wechseln? Da ist es. Da ist es. Da Danke. Ist es. Hm? Oh. Oh. Fast. Schade, dass er die Szene gewechselt hat. Vor dem Dings. Oh ja, lass den mal unseren Furry-Kalender schicken, den sie aufhängen können. Ja, als ob. Der ist doch outdated. Ja, wollte ich gerade sagen. Das wäre so gut. Aber wir könnten den nochmal mit den neuen Daten einmal drucken und hinschicken. Wenn wir mit der Hyrox Challenge durch sind, dann machen wir einen richtigen Dr. Freud Feuerwehrkalender. Nee, wenn wir mit der Hyrox Challenge, wenn wir uns wirklich darauf vorbereitet haben, kannst du deinen scheiß Olli-Fans endlich mal starten. Ja, das und wir machen einen Dr. Freud Feuerwehrkalender. Mit deinem trainierten Penis. Genau. Ja, muskulös den ihr beide adrig. Halten müsst. Muskulös und adrig und der kann so machen. Stell dir das mal vor. Ja. Ist so. Mach ich jetzt, ja? Ja. Okay.
So, Freunde, wir schicken euch rüber zum wunderbaren Maxim, wenn er jetzt gerade noch online ist. Normalerweise, wenn wir länger online sind, schickt er ja ganz oft die Leute hier zu uns rüber. So ist es. Deswegen ganz liebe Grüße. Und ja, Freunde, speichert euch nochmal den 4.5., 17 Uhr, Livestream Pub Games. Sexy Tischkicker-Kalender, da sehe ich dich auch. Der sexy Tischkicker-Kalender ist eigentlich großartig. Und das dann ist es eigentlich, jeder kriegt so seine Lieblingssportarten irgendwie. Das wäre so geil. Und dann aber auch wirklich nur mit dem Ziel, dass wir den Jungs und Mädels bei Leonhard rüberschicken können. Einen. Das ist der Fokus für diesen Kalender. Okay. Liebe ich ja. Freunde, wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns spätestens Montag, würde ich sagen. Kann ja sein, dass Flo am Wochenende nochmal was macht, am späten Sonntag oder so, aber weiß vielleicht nicht, auch nicht. Sonntag? Ach so, ja, ich bin morgen. Ich hab Bramble durch. Peace Meet LAN. Ich bin morgen auf der Peace Meet LAN. Ja. So ist es. Schaltet da bitte könnt unbedingt ein. Super Unterhaltung, Freunde. Wird geil. Und jetzt geht der Raid raus in 3, 2, 1.